und herzlich willkommen zum Hooked Livestream. Wir sind oh, das kann ich mir nicht anhören, ey, sorry. Überfällig, weil Robin nicht in der Lage ist, anzumoderieren. Und deswegen habe ich jetzt mal großzügigerweise übernommen. Robin ist ein bisschen fertig, der hat gerade gegessen und Wonderful 101 durchgespielt. Ich glaube, zweiteres ist das größere Problem. Ja, das könnte sein. Es hat Robin etwas zerstört. Aber ich werde ihn jetzt etwas aufwachen. Vorsicht. I'm a kid now! I'm a squid now! Oh, ich glaube, damit hast du nicht vorab geweckt. Egal, Achtung gesagt. Oh. Ich finde die Rede jetzt die ganze Zeit nur noch so. Oh Gott. Mal gucken, wann wir unter 3 Zuschauer kommen. Ja, vielen Dank fürs Zusehen heute. Bis nächste Woche. Es tut mir leid. Darf ich auch rausmachen? Ah, du bleibst hier. Ich würde das Stream gerne beenden an dieser Stelle, aber nur für mich. So, ich schalte mal aus. Ihr könnt ausmachen. Ihr seid die Glücklichen. Ja, er muss es ertragen. Tag 1. Boah, Tag 4 aus. Stunden Wonderful 101, ne? Ja, das war eine Menge heute. Überraschend. Oh, Tom sagte schon nach einer halben Stunde, ja, so viel ist nicht mehr, so viel ist nicht mehr. Ja, weil ich die Hälfte vergessen habe. Die Spielzeit, die im Spiel angegeben wurde, waren so 11,5 Stunden. Ich glaube, ich habe gerade noch nachgeguckt, das ist völlig falsch, das waren insgesamt so 17 Stunden mehr. Ja. Also diese 11,5 Stunden waren irgendwie ohne Zwischensequenzen und so. Ja. Das heißt, das war lang. Es yes. war lang und wurde immer absurder, aber wer das Spiel durchgespielt hat, weiß, glaube ich, ja, alle die anderen, ganzen Leute von euch, die es durchgespielt haben. Alle beiden, die es wissen, alle, die so, sich hast du den Chat bekommen? Nee, weil wenn ich hier auf Flugmodus mache, habe ich kein Internet, hat Tom wieder mal gelogen. Boah, Tom, nein, bei meinem Handy geht das. Ja, können wir dein Handy haben, Tom? Nee, das ruhe ich jetzt nicht extra. Cool, dann haben wir aber keinen Chat. Ja, aber ich habe Chat. Ja, aber du wirst doch die ganze Zeit drauf gucken. Aber jetzt am Anfang erstmal. Und dann, wenn ich spiele, hey, müssen wir ja eh die Plätze wechseln. Deswegen. Ach. Ist das jetzt wirklich... Deiner? Ach! Das ist ja lustig, weil ich hab dich hier noch nie stehen sehen. Im Moment, das bin ich nicht, aber das muss ich sein. Geh mal rauf. Ich habe eigentlich andere Klamotten. Geh mal rauf. Ja, doch, oder? Siehst du? Ist aber nicht aktualisiert. C plus Level 16, doch, eigentlich müsste ich das sein. C plus? Ja, du fängst mit C minus an. Ist immer noch C minus. Du fängst mit C minus an und du kriegst 12, also brauchst 100 Punkte zum Aufstieg und du kriegst pro gewonnenes Match 12. Help! Bleib mal so liegen, bleib mal so vor dem liegen. Warte, viel besser ist das hier, weil die gucken einen auch so an. Ja. Kannst ja auch auf die raufzoomen mit RT. Oh, zu nah dran. Zu nah dran. I'm ja, a squid so. Now! I'm a squid now! I'm a kid now! I'm a squid kid! Squid kid! Squid kid! So, wir wollen heute unter anderem mit euch zusammenspielen, deswegen, falls ihr die Wii U habt und Splatoon, dann könnt ihr mal meinen Account hinzufügen zu den Freunden. Ich blende mal im Stream ein, wie der Account heißt, nämlich einfach nur GEE Tom. Und da könnt ihr mich jetzt hinzufügen. Und Mats spielt jetzt einfach mal ein Regular Match, würde ich sagen. Ja. Und danach schauen wir mal, wer alles, ob wir genug Leute zusammenbekommen, um tatsächlich ein komplettes Team hier zu kriegen. Das war Englisch für eine reguläre Runde. You will need to connect. Du bist nicht ins Internet verbunden. Will ich nicht? Nee, kannst don't receive machen. Du kannst don't receive machen. Nee, wir brauchen es aber, wenn wir online spielen wollen. Nachrichten bekommen? Ja, das Problem ist. Ja, das ist alles. Da kommen wir später. Nee, es ist wirklich. Es ist direkt aufgegeben. Nee, wirklich, es sind so Nintendo-Sachen. Wenn du versuchst, die irgendwie zu erklären, ohne die ganze Zeit. Naja. ist ja wieder einiges gut vorbereitet gewesen hier bei Hooked. Ich gehe nochmal auf uns. Ja. Sag mal, Robin. Hä? Bist du eigentlich auch so squittig wie ich heute? Also, wenn squittig heißt, dass ich sterben möchte, dann ja. Okay. Du warst ja bei Wonderful 101 heute live. Ey, war so gut, voll ne? dabei. Es ist erstaunlich, weil wir hatten ja eine Session irgendwie vorgestern oder so oder gestern gemacht und da war Robin so, und alles ist kaputt gegangen und alles war nicht so toll, weil er reinspielen musste und dann haben wir heute angefangen und Robin hat das Ding geruled. Das war so geil, das war Leute. Das war richtig, richtig. Ihr könnt euch nicht vorstellen, aber das waren so, ich habe alle Energie da. Ja, verbraucht. Verbraucht. Wir sind auch davon danach ausgegangen. Danach dann mit Essen. Dass wir da tatsächlich irgendwie nach 2 Stunden durch sind und dann wurde es so 3 Stunden und dann. Dachte man nach dem dritten Mal Endboss-Szenerie, jetzt war es das bestimmt. Und it didn't stop. Es ist auch also nach dem Endboss nicht. Freut euch da wirklich. Also wenn ihr auf Farben steht, werdet ihr sie da alle gleichzeitig sehen. Und Absurdität war schon... Deswegen hab ich auch ein bisschen Angst vor Splatoon jetzt, weil das auch wieder so Farben ist. Ich würde gerne einfach... Also können wir nicht einfach 2 Stunden Gears of War spielen oder so? Oder was? Unfinished Sworn? Das schwarz-weißeste Spiel, Unfinished Sworn. Oder White Knight ist ein Horrorspiel. Also ein schwarz-weiß läuft, das relativ Neues. Neverending Nightmares war auch relativ schwarz-weiß. Ja, aber das hat auch so schöne Wiederholungsszenen gehabt. Das war auch schade. Ich freue mich übrigens auf diese, da machen wir bestimmt auch wieder so eine Halloween-Special-Woche, oder? Wo wir nur Horrorspiele spielen? Maybe. Tom sagt maybe.
Man hört ihn nicht. Oh, guck mal, ich habe eine neue Stimme. Oh, dass ich wieder singe. Oh nee, ich singe heute nicht mehr. Ja, das war sehr anstrengend. Das hat einem wirklich das Leben gebracht. Singen, ich würde aber gerne mal hören, wie Tom singt. Das hat diese Hoffnung habe ich aufgegeben. Kannst du das deswegen einmal vielleicht für mich imitieren? Nee, ich würde ja auch mal gerne erleben, dass Tom so richtig schreit und sagt, Robin, jetzt habe ich die Schnauze voll. Sowas. Tom Emotionen zeigt. Das wäre schön. Ja, oder auch mal weint. Oder überhaupt. Ja, das habe ich schon öfter gesehen. Das ist, dass er weint? Ja, das ist nicht so schön. Wenn du wieder Fragen stellst. Nee, wenn ich morgens hier ins Büro komme und Danny das nicht merkt. Schade, ich dachte, du bist weg. Aber Internet, Tom? Sollte. Tom hat eine Sache, ja gesagt. Die wollte ich gar nicht fragen. Ob die das, hier, das ist ja das billigste Blue Orange, was ich hier gesehen habe. Das sehen die Leute gerade nicht, aber ja, hast recht. Das ist gerade das billigste Blue Orange, was ich hier gesehen habe auf dem Bildschirm. Ich weiß gar nicht, warum ich die ganze Zeit auf Kamera stehe. Das ist eine gute Frage. Ja. Vielleicht, weil die Reichweite vom Gamepad zur Wii U sonst ein bisschen übertrieben wäre. Muss man drauf aufpassen. So, das Ding ist, die Connection war die ganze Zeit eingetragen, sie war nur nicht als Default gesetzt. Natürlich nicht. Wii U. Weil die Wii U nicht von alleine erkennt, okay, dieses WLAN hat hier gerade Internet. Ich finde, wir könnten dieses Geräusch einfach durch Wii U ersetzen. So, das ist auch ein Spaß, dass sie das immer noch nicht rausgepatcht haben, dass man da... Nein. Haltet eure Tentakel. Hast du Splatoon überhaupt schon mal jetzt so gesehen? Okay, du kriegst jedes Mal, wenn das Spiel startest, diese News-Sendung. Ja. Und die sagt dir, welche Stages gerade gespielt werden. Und du kannst es nicht überspringen. Als Multiplayer-Spieler von einigen anderen Spielen klingt das wie das dümmste System, das ich je gehört habe. Ja. Es reicht vielleicht auch eine kleine Tafel am Anfang, wo man sehen würde, hey. Einfach die Existenz dieses Systems. Also System? Die Ankündigung an sich ist schon dumm. Aber dass es dieses System überhaupt gibt, dass dir vorgegeben wird, welche Maps du spielen musst. Das ist so bekloppt. Aber es funktioniert. Also mich hat das ehrlich gesagt noch nicht so gestört, aber wenn man drüber nachdenkt, ist das natürlich... Ich meine, das ist ja... So, Mats. You may. Oh yeah. Also wie gesagt, fügt GEETOM auf der Wii U hinzu, wenn ihr Splatoon Wii U habt und gleich spielen wollt. Mats spielt jetzt erstmal eine ganz normale Runde. Das bringt jetzt nichts, weil jetzt sind wir schon ins Spiel gegangen. Man kann nämlich nur ins Home-Menü, wenn man nicht online ist. Was kann man nicht? Also wenn man online spielt, dann geht doch man nach nicht ins Home-Menü. Wir machen jetzt einfach ein Match, ganz normal, gegen random Leute und danach gehen wir raus, dann edit ich die ganzen Leute, dann müssen wir halt nochmal ein Match machen, weil das halt nicht anders geht. Wie groß ist Nintendo? Ich wollte nur ein bisschen Zeit geben, für die Leute ihre Wii U anzuschmeißen und eventuell auch zu erkennen, ist ja gar kein Internet dran. Schon mal vor, wie viel Spaß du mit dem Spiel noch haben könntest, wenn du 12 Map hättest und 7 Modi. Und mir aussuchen kann, mit wem ich spielen möchte zum Beispiel. Das ist halt auch so was Beklopptes. Wobei, wie gesagt, der Umfang war für mich bisher kein Problem, weil es einfach noch nicht langweilig wurde. Es ist wirklich diese Komfortfunktion, die mich, also wo ich einfach nicht weiß, was sich Nintendo dabei gedacht hat, zu sagen, nee, wir machen es jetzt mal nicht möglich, zuverlässig mit einem Freund oder mehreren im gleichen Team zu spielen. Ja. Das ist einfach nur hirnrissig. Also, sie wollten es, glaube ich, so simpel wie nur möglich halten, also dass du nichts einstellen musst, sondern direkt online spielen kannst. Aber das heißt ja nicht, dass man diese Option nicht geben kann, eigentlich. Yes. Ja, gut. Ja, also, so mit diesem Umfang ist es halt für mich irgendwie eher Free-to-Play-Spiel. Wenn es ein paar scheiß Microtransactions hätte. Ich habe da jetzt 15 Stunden reingesteckt. Und kannst du ein Free-to-Play-Spiel auch machen, dass es Spaß macht. Also bei League of Legends hast du eine Map und am Anfang auch noch ein paar weniger Helden, aber 60 Euro hättest du dafür wahrscheinlich auch nicht bezahlt am Anfang. Ja, hier bezahlst du ja auch nicht 60 Euro. Nee. Stimmt, ja. Ich habe immer die amerikanischen. Wie gesagt, also das. In einem halben Jahr ist das alles kein Argument mehr, aber gerade ist das für mich eher so ein Prologue-Ding. Gran Turismo 5 Prologue. Auf mich wirkt es halt, als hätte es eigentlich erst im August rauskommen dürfen, wenn diese Features planmäßig geedit werden, weil erst dann wirkt es auf mich vollständig. Momentan wirkt es halt wirklich wie du schon sagst, ein Prolog oder eine sehr ausführliche Beta. Das meine ich. Gerade ziemlich lange. Ich spiele übrigens mit Toms Account. Ich würde gerne mit meinem eigenen spielen, aber da Nintendo es ja nicht möglich macht, dass man auf einer Wii U, also dass man mehr Wii Us als nur eine branden kann mit seiner Nintendo-ID. Aber könntest du dich nicht hier einloggen? Nee, du kannst nur auf einer einzigen Wii U dich die damit verbinden. Tom, was sagt der Chat so? Der Chat. Hast du gar nicht reingeguckt, ne? Alles voller Hitler. Hab ich wieder voll erst. Ja. Was habe ich überhaupt für eine Waffe? Es ist Nintendo, was erwartet ihr? Ja, stimmt, dafür muss ich. Ja, ich würde gerne auch Chat mitlesen. Leider ist mein Laptop leer und ich habe meinen Akku vergessen. Der Damenbrand fragt, ob wir Interesse haben an Payday 2 auf dem PC. Nee.
Bei mir auch nicht wirklich. Also aber beide noch nicht gespielt. Weder den ersten noch den zweiten. Deswegen kann ich dir nicht sagen, ob ich das gut finde oder nicht. Ich finde es doof, weil das Starbreeze geklaut hat. Ich bin ja eigentlich nicht so der Multiplayer-Shooter-Typ, aber Splatoon funktioniert bei mir aus einem Grund. Nee, das geht mir tatsächlich auch ganz genauso. Ich bin erstaunt, wo sie war damals. Exobros meint, der Chat sagt, you're squid now. Yes. Die ganze Zeit. Ich möchte, dass er das durchzieht. Nein, das bitte nicht. Oh, Matt, sag sowas. Jetzt bin ich ein Kid. Du weißt, ich jetzt? Ja? Ha? Du weißt, und dass, jetzt? Die dass dieser Chat das macht. Du warst nicht dabei bei den Ponys damals. Man darf beim großen Ponykrieg 1837. Damals hießen Kartoffeln noch Ananas. So, das Schöne an Splatoon ist ja, dass die Runden nur 3 Minuten gehen. Ja. Was ist? Attack! Oh fuck! Da bist du aber sehr mutig. Sehr mutig gerade. I'm going. Und ich frage mich, ob. Also, Splatoon ist ja wohl in Japan relativ erfolgreich, wobei da jetzt auch die. Also, das Verhältnis ist einfach anders, weil der Konsolenmarkt so. Ist. Ja, das muss man, glaube ich. Das heißt, um ein erfolgreiches Konsolenspiel zu werden, muss man in Japan einfach nicht mehr so viel verkaufen. 144 hat sich, glaube ich, verkauft. Ja, 150.000 war die erste Auflage. Also mehr oder weniger durchverkauft worden. Hat Robin, ich hatte uns letzte Woche noch unterhalten darüber, wie viel Views das vielleicht bewegen kann. Und Robin sagte so, er glaubt nicht, dass da irgendwie groß was passiert. Ich so, 50.000 könnte schon ich hab, sein. Ich habe gesagt, das war ja vorher auf 7, ich habe gesagt, das geht so auf 15 bis 20. Ja. Alter, warum passt denn keiner hier hinten auf? Leute, das sage ich, wenn ihr online gleich dabei seid, ne, und dann sieht das hier so aus. Ja, das war jetzt im Endeffekt auf 17 hochgegangen, die Wii U, aber das lag halt nicht daran, dass Splatoon das nicht genug gepusht hätte, sondern einfach nur, dass der Konsolenmarkt in Japan tot ist. Ja. Also damit, die Wii U war schon mit diesen 17.000 deshalb die erfolgreichste Konsole, inklusive 3DS und Vita. Und das heißt schon sehr viel. Diese Woche war sie dann ja also auch auf der 1 mit den 17.000. Das ist ja wirklich die, ne? Aber hat irgendwie 200 Mal mehr verkauft als der 3DS oder so, das war ganz knapp. Also ihr könnt jetzt gerade die Map nicht sehen. Ey, da war mein Geburtstag. What? 14.06. stand da irgendwo. Fuck dich, wo bist du? Robin, sei schon. Tom spielt ja sehr gerne mit Schild. Ich bin jetzt mit dem Setup hier nicht so vertraut. Ja, ich spiele quasi die Anfangskombo, also die allererste Waffe mit der allerersten Special Attack und so. Das wird nix. Ja, bleib hier ruhig stehen! Ist in Ordnung! Ist in Ordnung! Was macht bleib ruhig stehen! Der hat schon aufgegeben. Ich habe so einen Verdacht, warum das hier nicht gewonnen wurde. Oh, ja, das ist relativ eindeutig, glaube ich. Ich glaube, wir waren noch zu dritt. Das ist auch eine Sache, wenn mittendrin einer... Wusstest du, eindeutig ist gar nicht. Ja, doch. Ja. Wenn einer mittendrin irgendwie rausfliegt, warum auch immer, dann wird er nicht ersetzt. Das heißt, da kann während des Matches keiner einsteigen. Wo ich glaube, der war einfach nur scheiße. Ja, ich glaube aber, in 3-Minuten-Matches wäre das auch nicht so sinnvoll, weil... Ja. Robin, du bist wohl ein bisschen leise, ist dein Mikro richtig dran? Ja, ist richtig dran. Dann pegel ich dich mal ein bisschen hoch, aber eigentlich habe ich dich auf dem gleichen wie sonst. So, dann quitte ich mal. Ja, genau. Ich habe Robin mal ein bisschen lauter gemacht. Sag mal was, Robin. Hallo. Test, 1, 2, 3, Test, 1, 2, 3. Ja, du musst ja mal sagen, ob das jetzt was... Vielleicht liegt es auch noch, dass ich ein bisschen... Anders rede als sonst. 17! 17, nicht schlecht. Da kriegen wir ja wirklich ein bisschen was zusammen. So, wir fangen mal von euch Arbeit an. Aber macht euch keine Hoffnung, ich schmeiß euch heute Abend alle wieder raus. Oh. Tom, du bist so ein. Warum. Was ist eigentlich los mit der Community, die dich groß gemacht hat? Echt? Und. Also, das ist krass. Ja, man muss ja auch wieder Platz für neue Leute machen. Simon, Simon, da war ich. Ja, das ist der Grund, ne? Shiggy, wir müssen mit Shiggy spielen. Da heißt jemand Shiggy. Ja, das können wir leider uns nicht so richtig, also ja, können wir beeinflussen. What? Das Ding ist, ihr müsst jetzt ja gleich dem Tom im Match joinen. Dann müsst ihr 3 Minuten warten, bis ich quasi eine Runde gespielt habe. Und dann, wenn alles gut läuft. Ja, dann sind wir nein. Also, um das nochmal. Es gibt die Systeme schon. Nintendo muss sie nur nachmachen. Richtig, also ganz grundlegend. Das ist das, was Nintendo nachmachen müsste. Was ist das für ein Argument, ey? Man kann in diesem Spiel im Endeffekt nur 3 Sachen machen online. Das erste ist ein Ranked Battle. Da spielt man auch einen anderen Spielmodus als dieses Turf War, wo man bestimmte, also die ganze Map einfärben muss. Und da kann man gar nicht mit Freunden spielen in diesem Modus. Dann gibt es die Regular Battles, das sind dann halt diese ganz normalen Turf War Dinger mit dem Einfärben. Und die spielt man entweder komplett random oder man joint einen Freund. Aber es gibt keine Möglichkeit, einen Match zu erstellen. Das heißt, ich müsste erst random in ein Regular Battle, dann kann mein Freund sagen, er will mir beitreten. Und dann muss er aber erstmal warten, bis ich mein Battle mit den Random-Leuten durch habe, damit ich dann im nächsten Battle mit ihm zugewiesen werde. Und dann ist nicht mal gewährleistet, dass wir im gleichen Team spielen. Also so. Das ist wirklich sehr...
antiquiert was. Liebes Nintendo, wenn du das hier siehst, das geht einfach nicht. Das bei Mario Kart ging es doch auch. Ich hoffe, ihr habt jetzt übrigens nichts dagegen, dass jetzt hier eure ganzen IDs öffentlich im Internet... They knew the risk. Yes. Fischi happen. Das ist schön bei Splatoon. Kann ich drüber lachen. Wird es irgendwann mal Titanfall im Stream geben? Das wäre eher was für dich, Robin, wa? Das Sommerloch kommt. Oh Gott, es hört hier nicht auf. Also ich würde es nicht vollkommen ausschließen. Du wirst so viel Spaß haben, die alle wieder rauszuschmeißen mit dem System hier. Mal gucken. Aber ich glaube so mit... Mach mir einfach eine neue Wii. Wir können ja mittendrin nochmal reingucken, aber... Ich glaube, wir werden auch gar nicht mehr so weit von Titanfall 2 entfernt sein. Das wird sicher angekündigt auf der E3-Konferenz. Vielleicht für März sie oder haben so. Schon, sie haben doch schon gesagt, dass sie es nicht machen. Sie sind doch gar nicht da. Respawn hat schon gesagt, sie sind nicht da. Echt? Ich starte jetzt ein Match. Ihr müsst jetzt Tom quasi joinen. Dann dürftet ihr irgendwie 3 Minuten warten dürfen und dann hoffentlich beim nächsten Match dabei sein. Er kann euch aber auch sagen, ist voll. Weil wenn halt jetzt die 7, die noch dazu können, drin sind, dann ist erstmal voll. Dann müssen aber gucken, dann müsst ihr einfach immer gucken, dass er neu joint. Vielleicht werdet ihr dann... Muss man das dann nach jedem Spiel machen? Was? Nee, wir bleiben dann drin. Okay. Aber selbst dann, also Tom und ich haben es probiert, irgendwie vorgestern Abend, irgendwie so 2 Stunden. Und war wirklich so gefühlt, 20% von diesen Matches haben wir mal zusammengespielt, was cool war, und der Rest war immer gegeneinander. Und wenn man zwischendurch mal irgendwie seine Waffe wechseln will, muss man halt komplett raus aus den Matches. Und um dann wieder neu reinzukommen, muss man halt wieder warten, bis der andere ein komplettes regular Match durch hat. Also ganz und das ist Sachen. Halt, das ist halt ärgerlich, weil Splatoon an und für sich ein unfassbar spaßiges Spiel ist. Also ich habe wirklich selten so viel Spaß an einem Shooter gehabt. Und das hier ist halt auch so was Eigenes. Deswegen, ich will dieses Spiel sehr, sehr gerne lieben, aber an manchen Stellen lässt es mich noch nicht so richtig. Nee, weil irgendjemand entschieden hat, nee, das machen wir jetzt mal extra scheiße. Aber dazu muss man wirklich sagen, also jetzt muss man noch eine eingeschränkte Empfehlung geben, weil halt diese bestimmten Dinge nicht gehen. Wenn ihr euch das also kauft, weil ihr garantiert mit euren Freunden zusammenspielen wollt, dann funktioniert das halt einfach nicht zuverlässig. Wenn ihr alleine seid, dann kann man sich das durchaus schon holen. Ansonsten würde ich einfach vorschlagen, bis August warten, weil wenn diese Patches alle kommen, und hoffentlich vielleicht sogar ein bisschen früher, und diese Sachen geändert und verbessert werden, dann ist Splatoon eine uneingeschränkte Empfehlung. Also man kann auch jetzt, wie gesagt, sehr, sehr viel Spaß haben. Ja, also hatten wir ja auch schon. Ja. Ich bereue keine Sekunde mit diesem Spiel bisher. Bam! Es ist nur deswegen ist es ja so ärgerlich, dass man sich so fragt, warum? Es ist wieder so unverständlich. Man kann es immer tatsächlich nur damit begründen, dass man sagt, naja, was ist Nintendo, aber das ist halt irgendwie... Wenn man schon so ein gutes Grundgerüst hat und dann so viel Quatsch da reinbaut... Ja. Kenzo fragt gerade nochmal wegen E3, ob wir da wieder Livestreams machen. Haben wir schon mal gesagt, ja, machen wir. Wir haben noch keine finalen Zustimmungen von allen Publishern, dass wir das tatsächlich restreamen dürfen, also dass wir den Stream von Microsoft, Sony und so weiter tatsächlich auch bei uns zeigen dürfen, außer von Nintendo. Das heißt, Nintendo machen wir garantiert so, dass ihr das alles bei uns schauen könnt, bei den anderen hoffentlich auch. Ja. Sieht aber bisher ganz okay aus, aber wir können wie gesagt noch nichts versprechen. Das sagen wir euch dann aber noch rechtzeitig. Splatoon ist irgendwie ganz cooles Beispiel dafür, dass Nintendo echt eine ziemlich coole Community hat, die einfach relativ entspannt ist. Zumindest wirkt so. Weil da sagen Leute halt, ja, das macht halt mega Spaß, ist jetzt nicht so viel Content, wie eigentlich man sich wünschen könnte, aber es ist ja ein cooles Spiel trotzdem. Und es gibt halt so viele Beispiele bei den großen Konsolen, Anführungszeichen, sei es jetzt Titanfall oder sonst was, wo alle mal sofort kollektiv am Ausrasten sind, wenn sie nicht ihre $60 Features haben, die in jedem Spiel drin sein müssen. Ja. Wo sie diese Spiele dann über Monate lang genau deswegen so gehatet werden. Ich glaube, Titanfall ist echt mit das beste Beispiel. Ja. Wo hier halt gesagt wird, ja, ist eigentlich, ja, ist schade, aber trotzdem macht das Spiel Spaß. Ja. Ja, es macht halt sau viel Spaß. Es ist halt, man merkt da nur so wirklich in ganz, ganz, es sind ja keine Details, sondern es sind so Major Features, die einfach nicht drin sind. Ich glaube, ich muss mal Titanfall spielen. Und, ja, das, Fahrschade. Aber 30 Sekunden, das sieht gut aus, wenn sie jetzt nicht noch total versagen. Die anderen. Was mich halt so verwundert ist, dass es halt einfach. Wieso kann ich denn kein eigenes Match aufmachen? Ja, deswegen. Ich verstehe das nicht. Das ist ja das Frustrierende. Man versteht ich kann das gar nicht verstehen. Kann man die Wände nicht anmachen? Ja, doch, kannst du, aber da gibt es keine Punkte für. Achso.
Und hier kannst du nicht hoch, weil da noch so ein unfairbares Ding davor ist. Ich bin unfair. Noch ordentlich, ja. Und noch einer. Die Map sieht aber auch nicht so cool aus wie die einen, die ich immer gesehen habe. Nee, das ist auch die bisher schwächste Map, finde ich. Einfach weil sie so. Geometrisch ist mal langweilig. So, aber jetzt müssten wir. Also, du musst jetzt auf Continue drücken, Max. Ja. Und dann müsstet ihr, die ihr gerade wartet und uns hier joint, theoretisch dazukommen. Ja. Hoffe ich. Hoffe ich. Also, das ist halt die Frage. Ne? Ja, lassen wir uns überraschen. Wir werden auch den Controller mal hin und wieder wechseln. Das, ja. Oh, da habe ich was freigeschaltet. Auch mehr Damage, sehr gut. Ja, gerne, Tom, gerne. Dankeschön. So, Rafe, Rave, Noah, Jakob, euch habe ich gerade geaddet, ich erinnere mich. Ist das so? Ja. Ich erinnere mich nämlich nicht. Zumindest Herrn Rafe. Wo ist denn Shiggy? Sieht sehr, ja, sieht so aus, als wäre das. Muss aus dem Spiel nochmal rausgehen, wenn Shiggy nicht dazukommt. Vielleicht kriegt er ja den letzten Slot. Noch Shiggy, Shiggy. Muffin. Oh, wie enttäuscht du gerade Muffin gesagt hast. Nein, Muffin, wir freuen uns, dass du da bist. Wir freuen uns. Oh, nochmal. Hey. Übrigens haben wir ja mal rausgekriegt, wann die Maps wechseln. Nach wie vielen Stunden? Das habe ich nämlich immer noch nicht recherchiert. Achso, ich habe es auch noch nicht recherchiert. Wenn das der Chat gerade mal weiß, würde mich das mal sehr interessieren. Ach, es gibt doch zwei Maps, die sind immer die gleiche. Ja, wird ausgewechselt. Das ist Zufall. Also es ist nicht so, dass erst die eine, dann die andere und so, sondern es wird immer jedes Mal offensichtlich gewechselt. Das sind so Sachen, die würden mich tatsächlich, wenn man die erzählt bekommt, auch krass stören. Aber, ja, das Spiel ist halt gut genug, dass es nicht so auffällt. Genau, das ist, während du spielst, fällt es dir nicht auf. Ja. So wirklich. Es ist ja auch okay, dass es diesen Modus gibt. Es müsste nur alternativ halt einen Modus geben, wo ich alles selbst bestimmen kann. Weißt du, ich habe halt immer mal wieder so Free-to-Play-Shooter gespielt und die haben halt mehr Content und mehr Optionen und so. Und da denke ich mir dann so, oh, das ist ja. Die sind aber spielerisch dann höchstwahrscheinlich nicht so gut wie das hier. Ja, aber das ist ja egal. Ich rede ja nur vom Content, der drin ist. Ja, ja, aber egal, das Content ist relativ auf eine Art. Klar, ist das auf dem Papier ist das echt zu wenig, was Nintendo da abliefert, aber es fällt einem nicht so krass auf, dass man permanent das Gefühl hat, hier ist viel zu wenig, ich weiß nicht, was ich machen soll. Also ich kann das total verstehen. Die Qualität von dem, was da ist, ist einfach sehr hoch. Ja. Ich weiß, aber was man halt bedenken sollte, ist, stell dir mal vor, wie viel cooler, besser die Qualität wäre, wenn du dieses coole Spiel noch viel mehr Optionen ausleben könntest, weißt du? Ja, das bestreite ich auch keiner. Und das ist halt so, und da gibt's, ach, ja. Aber es ist halt so eine Verurteilung, die sich dann in der Praxis einfach nicht so schnell bemerkbar macht oder so krass bemerkbar ist, wie man halt denkt. Was du meinst. Das ist halt so erstaunlich. Ja, schön, habt ihr nicht mit gerechnet. Shuji fragt gerade, wie man reinkommt. Ich muss doch erst Freundschaftsanfragen annehmen. Wir haben gerade schon mal 17 Leute angenommen, Shuji. Wir können in ein paar Matches vielleicht noch mal gucken, um neue Leute reinzubekommen. Sieht übrigens gerade sehr gut aus. Ich weiß gerade nicht mehr, wer in meinem Team ist, aber ihr macht einen guten Job. Jetzt, wo wir mit Community-Mitgliedern spielen, muss ich das vielleicht auch mal ausprobieren. Dann kann ich keine anderen Leute anpissen, weil ich so schlecht bin. Das kann dich ja eh keiner. Bitte? Kann mich eh keiner. Nee, aber ich mach die auch nicht wütend, weil die wissen ja, also das ist ja kein random Internet-Typ, der dann denkt, warum ist mein Teammitglied so scheiße? Sondern die wissen ja, ach, das ist Robin. Warum ist Robin so scheiße? Genau. Ach, Robin. So, wäre ich jetzt, ja, natürlich sind da wieder richtig. Also, Mats und ich, wir spielen übrigens mit Motion Control, seht ihr ja bestimmt schon. Ich glaube, das muss ich auch nicht. Wöhnt man sich erstaunlich schnell dran. War ich ja im Global Test Fire gar kein Freund von. Hat hier dann wieder wunderbar geklappt. Ja. Also irgendwie habe ich mich dann auch dran gewöhnt. Also du machst jetzt horizontal mit analogem Stick. Genau so, genau. Und vertikal mit dem Stick. Und das ist im ersten Moment wirklich komisch. Mit was jetzt von beidem? Vertikalen Motion Controls, horizontal Stick. Mats hat gerade beides mit Stick. Achso, ja, deswegen war ich probiert. Gesagt? Ja. Ach, niemals so rumgehen. So, sollten wir gewonnen haben. Ja? Ja, sieht gut aus. Auf dem Gamepad kann man die Karte von oben sehen. Genau. Wer es noch nicht gesehen hat, ich zeig's mal. Sieht man noch genau. Da sieht man permanent die Karte und was die eigenen Leute sind. Und ist nicht so eindeutig, aber sollte gereicht haben. Ich liebe diesen Tune hier. Das ist so. Es gibt übrigens auch schon einen coolen Remix von Splatoon. Was ist das? Die Hauptmusik? Keine Ahnung. Nee, irgend so eine, die Lademusik vom Bildschirm. Ja, klar. Die
Er wurde geremixed mit Jet Set Radio, was erstaunlich gut funktioniert. Sehr gut. Ja, ja. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. How, what do I have to do? Rechts ist Schießen, links ist Tauchen, Springen ist X, umgucken, also laufen da und dann so. Und R, also... Und so, hier gibt es noch die Spezialwaffen, R, aber das spielt erstmal ohne. Achso, und die ganz spezielle links ist dann rechts reindrücken, aber ich sag dir, wenn du das machen kannst. So, Robin, jetzt zum allerersten Mal. Das ist die gleiche Map zum fünften Mal. Zum dritten Mal. Mhm. Das ist das fünfte Match, das wir schon spielen. Das vierte? Das war jetzt das erste Community-Match und das zweite? Ja, kann sein. Das ist jetzt das, so, ist das nicht das dritte Match, rechts? Das wir spielen? Ach ja, ich brauch halt das hier. So. Das ist insgesamt dritte? Ja, das ist nicht das fünfte. Krass. So, tauchen links und du lädst halt deine Tinte auch mit Tauchen auf. Und springst durch mit X. Oh, aha, komm. Y ist quasi wieder zentriert. Okay. So kann ich auch springen. Freut mich jetzt, wenn ihr jetzt mit Robin im Team spielt. Ja, mein Beileid. Oh Gott, Motion Controls. Habt jetzt ein bisschen mehr zu tun, glaube ich. Also man muss sich auch daran gewöhnen zu zentrieren. Aber du hast den Muffin erwischt. Yay. Ach Muffin, you had one job. Du kannst jetzt quasi, wenn du hier auf einen der drei draufklickst, springst du direkt dahin. Genau, zack. Das kannst du auch während des Matches die ganze Zeit machen. Das Schöne ist, man muss eigentlich gar nicht so weit so oft nach oben und unten gucken, oder? Nö, naja, wenn irgendwo oben einer steht oder so, ist das dann... ich will einfach die meisten Kills bekommen, das ist mein Ziel. Okay, gut, alles klar. Da ist dieser Modus genau das Ziel für dich. So, da kommt jetzt gerade einer zu. Doch eigentlich nicht die beste Map zum Anfang. Ach, woran siehst du das? Nee, wenn so ein Kreis gezogen wird, dann heißt das, da springt halt einer hin. Oh, wie oft ich mit dem Stick nach oben drücke. Ja, da gewinnst du. Kann man aber nicht so umstellen. Jetzt. Nee, jetzt kannst du doch gar nichts umstellen. Natürlich nicht. Hilfe! Ja, man muss sich, wie gesagt, dran gewöhnen, mit Y zu zentrieren. Da rechts ist einer gerade reingelaufen. Wo ist das? Ich hab auch nicht drauf geachtet. Doch. Hinter dir? Tauch! Ja, fast. Ich konnte ja mal erschießen. Ja, aber dann erschießen sie sich. Ach, der Muffin wieder, ey. Immer Muffin. Arschloch. Ich wollte eh schon Shiggy haben. Robin macht hier Freunde. Aber es ist so schön. Also auch immer noch, selbst nach 50 Matches, einfach nur einzufärben. Ja. Und diese grundlegende Spielmechanik. Das ist so eine simple Idee. Wahnsinnig befriedigend. Ja. Das ist erschreckend gut. Oh, hallo, campen die hier? Camper sind ja so, das ist der allerletzte, ne? Kann ich auch nicht verstehen. Mit der AWP der sitzen die da hinten, ey. Wie gesagt, im Chat gibt es gerade Herzen für Muffin für den Kill. Was denn? Der Chat ist ein bisschen für Muffin. Der Chat ist ein Arschloch. Fuck you! Muffin gekauft. Wer war das? Lass mich raten. Noah. Ist aber gestorben, deswegen. Nee, das war Gel Deco. Da gibt dir jemanden was. Das war das. Das will ich genau nehmen. Ich will einfach mal springen. Oh. Alter! Der hatte eine Special-Waffe. Ja, die das ist instant. Am I doing good, you guys? 317, das könnte schlimmer sein. Aber hast du noch 21 Sekunden? Rechts. Team gerade zum Sieg. Färb da rechts ein. Oh, das könnte aber noch was, das könnte was werden. Ja, die anderen spielen das. Das guck dir die von... Ja. Die bösen Leute da mal an, wie die da stehen. Michael, was ist denn das? Sprichst du voll aus mir raus. Ja, voll, guck mal da rechts. Da kannst du, hau ihn weg! Er kann ihn nicht treffen! Oh, hinterher! Bring ihn um! Los! Bring ihn um! Ich will nochmal probieren. I disappoint. Ich will nochmal probieren. Aber ihr könntet gewonnen haben. Ganz. Nee. Na? Nee. Boah! 0,2%. Ich wette, die waren nicht, das ist bitter. Ich bin mir sehr sicher, dass ich die gemacht habe, diese 0,2%. Du warst das ausschlaggebend. Gut, war es jetzt. Bäm! Ich würde es besser als zwei Leute aus dem. Zwei. Ja, aber da sind noch 300 Bonuspunkte mit draufgekommen. Also du hast eigentlich 300. Entschuldigung. Was? Nein, was hol ihn ruhig auf den Boden der Tatsachen zurück, Mats. Nein. Manchmal braucht man das. Ich glaube, Robin braucht heute viel Zuneigung nach Wonderful 101. Das ist alles, was er braucht. So, die Leute bleiben jetzt aber immer die gleichen, ne? Sehe ich das richtig? Oder kommt nee, Con war an, das war ein neuer. Ja? Okay. Müsst ihr mal Bescheid sagen, wenn ihr irgendwie drin seid. Boah, mal die andere Map, Alter. Ja, das ist, also ich hatte auch schon so Momente, wo Salisbury, Reek und irgendwas anderes in der Rotation, und es kam wirklich immer nur die eine. Also. Aber da kannst du jetzt dein Wissen über diese Karte perfektionieren, Robin, und die Taktiken aussehen. Ja, daran wird es nämlich. Das ist nämlich bei mir die Frage des Erfolgs. Grundsätzlich. Ja, wie wollen wir das machen, wenn wir neue Leute reinholen, müssen wir quasi einmal raus, ein normales Spiel machen. Ja, das machen ich möchte, wir nicht so ich möchte, dass Robin hier nochmal seine Rache kriegt und sich jetzt umdreht und den, der ihn verfolgt, total wegsplattet. Aber wie drehe ich mich denn ein bisschen dann um? Oh, ist das schlimm. So? Nein. Chakusa fragt, werden wir mal. Seite, ich mach. Chakusa fragt, werden wir mal bei Bonjour, bei den Rocket Beans dabei sein?
Momentan nichts geplant, aber wir hätten jetzt auch nichts dagegen, glaube ich. Nee, ich mag die nicht. Außer Robin. Zu kommerziell geworden. Ja. Wir schicken einfach Mats hin. Ja, das, die werden sich freuen, die werden auch sofort wissen. Hallo, wer bist du denn? Ja, ich bin da. Ja, toll, und? Kannst du bitte wieder gehen? Okay. Das wird fast gut geflogen. Ohne Witz, diese Motion Control. Oh Gott. Ja, so ging es mir am Anfang. So geht es auch am Anfang, aber du hast ja gesehen, es geht, weil die anderen können es ja auch. Ja, vielleicht benutzen die ja gar nicht. Doch. Woher weißt du das? Das weiß er wirklich. Lieber Chat, benutze das. Bitte sag ja. Aber das wäre mal interessant zu wissen. Die Leute im Chat, die Splatoon spielen, können ja mal schreiben, ob sie eher Motion Controls benutzen oder eher Dual Analog. Also das Spiel standardmäßig hat Motion Controls an, man kann aber, wie gesagt, auf Dual Analog wechseln. Ja. Und wenn man zum Beispiel den One-on-One lokalen Modus spielt, dann muss ja einer jetzt den Controller spielen. Kannst du im richtigen Moment... Ja, jetzt. Ja, das war nicht der richtige Moment. Was habe ich denn? Jetzt hat dein gesamtes Team quasi ein Schild. Also wir haben hier... Warum habe ich nicht so eine geile Kanone bekommen wie der andere? Weil das sich der Tom so ausgesucht hat. Boah, Tom ist so schlecht. Bisher sind die Leute Motion Controls, Motion, Analog, Motion. Ist ja die Frage. Motion. Wenn man Motion so oft hintereinander sagt, dann... Klingt komisch. Es ist ja die Frage, ob die Leute das auch mal separat ausprobiert haben. Also ob sie quasi irgendwann mal auf analog gegangen sind und das getestet haben oder ob man einfach, weil so ging es mir, ich habe mich da dran gewöhnt und fand ich super und da wollte ich gar nicht umstellen. Also ich habe das andere nie probiert, ob es eventuell besser ist. Dann nochmal jemand anderes. Voll am Verlieren übrigens. Nee. Also es ist schon überwiegend. Wenn du die Map sehen würdest. Oh ja, überwiegend Motion Control. Ich glaube, du hast noch gar keinen Kill gemacht. Ja, das es geht ja auch nicht um Kills, du musst einfärben. Nee, also es ist mehr so, aber für Robins Ego ist das, glaube ich. Nee, du kannst ruhig fliehen, wenn jemand kommt. Und weglaufen ist keine Schande. Ja, ich würde, wenn ich mich rechtzeitig drehen könnte. Ja, du musst einfach abtauchen und zurück. Nee, das scheitert gerade wirklich an den Motion Controls bei mir, weil ich da nicht dran gewöhnt bin. Also wir können für dich auch mal auf analog zurückgehen. Können wir ja dann gleich machen, wenn wir mal die Leute... Jetzt chargen, los, drück! Die hast chargen. Du mal noch links gedrückt reindrücken? Aber das war doch ein Held, das war noch ein Schild. Ja, aber du wurdest gerade beschossen und dann hättest... Aber du hast chargen, deswegen passiert irgendwie nicht. Ja, Entschuldigung, ich war aufgedeckt. Hab ich gehört. Oh, push my buttons. Das könnte so ein... Ach schau, ein Retro Edge hat einfach mal einen Straw Poll aufgemacht. Motion Control gegen Analog. Sehr gut. Sind 16 Votes für Motion Control und 7 für Analog momentan. Was? 0,1! Wie krass! Boah, Alter! Oh, werden sich da einige Also bisher habe ich noch kein Match verloren. Oh, werden hier Leute sich gerade aufregen. Oder auch minus ohne die 300 Punkte. Gar nicht. Also 700, jetzt mach mal Quit. Ja, und die anderen hat 500. Quit jetzt. Drei Leute aus dem anderen. Achso, ja gut, da wärst du besser gewesen. Robin, okay, mal kurz. Einmal quitten. Genau, lass mal Mats ran. Also Robin hat im Moment in Splatoon eine 100%-Quote. Nicht schlecht. Magst du mal erstmal Freundschaftsanfragen annehmen, Leute? Ja, dann gehen wir noch mal kurz hier rein und dahin. Das sah nicht mal an, als ob wir mehr gehabt hätten. Nee, überhaupt nicht. Ich bin das war nicht, ja auch nicht so viel mehr. Überzeugt, dass die Katze wirklich die Wahrheit sagt. Ich kenne nur diese eine Video, wo es bei beiden null sind und die sagt einfach, hier, du hast gewonnen, 0,3%. Ja, das stimmt. Was war das dann? 0,3 und die anderen 0,2? So total random. Ich glaube 0,1 und 0,3. Eben war es einmal 0,1 und 0,2 war das davor. Nee, ich meine, wo in dem einen Video, wo die in dem ganzen Match nichts machen beide, kein einziger Schuss wird abgeschossen. Ja. Und dann am Ende des Spiels sagt dann die Katze, ja, ihr habt 0,3 und der andere 0,1, ihr habt gewonnen. Obwohl beide nichts abgeschossen hatten. Gut, irgendjemand muss offensichtlich gewinnen. Black Cat. So, dann sind wir jetzt noch ein paar mehr auf der Schuri. Gibt es eigentlich ein Limit, wie viele Leute? Ah, Kainu hat den Straw Poll aufgesetzt, nur um das mal, um das mal zu korrigieren, denn er ist jetzt schon beleidigt. Ganz was Neues. So, soll ich mal für dich mal gerade hier also umstellen? Also, Kainu hat den Straw Poll. Ich mache jetzt mal Motion Controls für Robin aus. Ja. Yes. Und willst du noch eine andere Waffe? Ja, können wir mal gucken, gerne. Weil, hast du jetzt schon umgestellt? Ja, gerade umgestellt. Also, der ist schnell, macht aber nicht so viel Schaden. Mhm. Und dann gibt es diese riesen Roller. Nee. Findest du nicht so gut? Und was ist das andere? Was jetzt ist Da gibt es ganz viele. Ja, da musst du gucken. Range. Ja, das eine sind aber Charger-Waffen. Die sind eher für gezieltes Vorgehen. Du hast so wenig Waffen gekauft. Schon zwei Dinger vor. Ich brauche halt nicht so viele. Willst du die mal ausprobieren? Fire Rate hoch? Ja, why not? Der Zapper ist auch nicht schlecht. Aber das ist eigentlich auch eine gute. Mit der habe ich auch eine Weile gespielt. So, jetzt werdet ihr erstmal gleich nicht mit Robin spielen können, weil Robin ist sei denn. Nee, ja, weil Robin jetzt erstmal. So genau, wir machen jetzt spielt. Ein normales Regular Match. Wie gesagt, ist jetzt wieder erstmal gegen random Leute. Ihr könnt ihm jetzt Ihr könnt dann jetzt schon drücken auf Join.
Und dann in der nächsten Runde haben wir hoffentlich nochmal ein gut durchgemixtes Aufgebot an Hookern. Im Nein, Tom, jetzt fange ich dir auch damit an. Hookern? Du willst es auch um jeden Preis, ne? Nein, das wird nicht akzeptiert. Ich finde ja, Fickmaden war eigentlich schon gar nicht Hast so. Hast du dieses Bild gesehen? Ich habe kein... Ich will. Hast du nicht gesehen? Nee. Oh, Tom, das müssen wir gleich mal auf den Bildschirm bringen. Nee, können wir nicht, ne? Müsste ich jetzt nochmal hier um... Gab es da ein Fickmaden-Bild? Also wenn es geht, würde ich es gerne mal zeigen. Im Chat auch. Und auch mal den der es gezeichnet hat, dessen Namen ich gerade nicht im Kopf habe, noch mal sagen, wie cool er ist. Wobei ich glaube, ich kann ja ein einzelnes Bild. Oh ja, okay, vielleicht ist es noch besser. Wobei ich nicht weiß, ob Twitch was dagegen hat, weil das ist schon ein bisschen. Ach ja, stimmt, nee, besser nicht. Ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, ich stelle mir Fickmaden auch gerade wirklich vor. Entweder aber wirklich unglaublich gut gezeichnet. Also viel besser als das. Ja, geht mal ins Forum, in den Hooked-Bereich und. Seht ihr schon. Da oben? Ja. Ey, ihr könnt ja nicht einfach nach oben springen, was war das denn? Aber was ist los? Was ist los? Du läufst in der generischen Tinte mega langsam, deswegen. Achso, ich dachte, diese Pfeile, die gerade von mir weggehen, werden. Nee. Ich werde festgehalten, aber. So, wenn jetzt gleich ein Gegner kommt, den rechts rein und jetzt zum Beispiel, einfach nur um zu ärgern, schade, es war ein bisschen spät. Was war das? Ach nee, ist auch egal, du hast jetzt ja. Was war das denn? Du hast kein Schild mehr. Du hast jetzt, wenn du ein Special voll hast oben rechts, hast jetzt so einen Granat-Hurricane-Werfer. Okay. Okay. Da so sind die an die Waffe gebunden. Ja. Da oben steht einer übrigens. Quatsch. Da oben stehen zwei. Okay, die wollen da sich ein bisschen festsetzen. Jetzt mal drücken vielleicht? Kann sein, dass ich nicht treffe. Achso, ich bin ja blau. Ernsthaft? Ja. Ich dachte, sie gehören zu mir, die neben mir überall stehen. Es gibt zwei Farben. Ja, ich weiß. Blau und nicht blau. Merkt ihr einfach, blau gut, nicht blau gut. Terrorists und Counter-Terrorists, alle anderen verwirrt mich. Richtig, hört nicht so weit rein. Zurück. Jetzt tauch weg. Jawoll. Wie sich meine Stimme sofort überschlägt, wenn ich aufregt bin. Du bist Robins Manager. Oh, weg. Ja. Nicht da reinlaufen. Warum nicht? Das war eine Special-Attacke von einem anderen. Quatsch. Genau, doch. Quatsch. Der Killer Whale. Es gibt auch so eine schöne Fähigkeit der Kraken von einer Roller-Variation, wo dann quasi wirklich so ein riesen Tintenfisch hier durchschwimmt. Da so, muss dann auch einfach nur weg. Da kannst du nicht durchschießen, wenn die das machen. Genau, okay. Das ist quasi ein Schild nur in einer Richtung. Also so wie die ihre Special-Sachen hier benutzen, dann fast das Gefühl, die haben schon mal gespielt. Ja, yes. Das ist ein bisschen blöd, weil da sind jetzt dann natürlich auch schon Level 20er Leute dabei. Ja, aber danach sind wir ja wieder mit Hook-Leuten dabei. Ja, da ist bestimmt keiner Level 20. Da kann er bestimmt keiner. Also gerade habe ich das Gefühl, aber die waren sehr, sehr schlecht, die Hook-Leute. Ja, jetzt geht's los. Ein Kill nach drei Matches. An dem ist natürlich auch schon jemand gekillt. Ja. Das ist ja gerade ein bisschen tauchen. Jetzt Charge benutzen. Und ja, schade. Was denn? Das war doch mitten in den Reihen. Wieso habe ich es nicht? Nee, der hat so ein Schild aufgesetzt. Warum steht da Fire at Will? Was heißt das? Das war deine Special. Special-Waffe. Ja. Ach, ich musste die auch noch extra benutzen. Ja, du musst die du hast dann. Das war ja so ein Raketenwerfer quasi. Ich dachte, das wäre jetzt. Ich hätte auf den einen Schuss abgegeben, weil dann hätte ich jetzt den gerade schon gekillt. Nee. Daran lag es gerade. Du machst gerade ganz okay Punkte. Wie gesagt, einfärben ist hier auch wichtiger als killen natürlich. Obwohl killen natürlich auch was bringt. Ja, töte ihn. Oder auch nicht. Robin macht's allein. War aber immer ganz gut. Der Boden war aber nicht so gut. Der stand genau vor dir. I won again. Ich glaube, er hat wirklich wieder gewonnen. Ja. Ja, sieht gut aus. Sieht ziemlich gut aus, ja. Also, es bleibt bei Undisputed Splatoon Champion Robin Schweiger. Noch nicht mal letzter in dem Team. Nee, das ist schon peinlich für den, der Level 20 hat. Das zeigt mal wieder, Level sagt gar nichts. So, wenn wir jetzt. Eins mache ich noch, ja? Dann kann immer, dann ich auf, wieder. Ey, muss auch noch jetzt so. Müssten wir eigentlich wieder mit euch zusammen. Ja, sieht gut aus. Mann, welche Map wir jetzt wohl spielen? Bin ich ja gespannt. Das sieht übrigens nicht so gut aus von Leuten, weil Angel war nicht bei uns, Joey, das waren jetzt nicht... Doch, wir haben noch neue Leute dazu. Ja? Gab noch jemanden dazu, aber der Japaner ist neu. Ich glaube, diese andere Map existiert nicht. Was ich nicht verstehe, es sind doch gerade zwei Matches zur Verfügung. Warum ist denn jetzt nur dieses eine? Ja, that's my point. So, das sind jetzt unsere Leute? Ja, glaube ja. Zum Teil, bis auf den einen Japaner, der sich vielleicht wahrscheinlich ein bisschen wundern wird. Ne, da kommst du nicht hoch, da ist Gummibezug. Da könntest du aber nicht. Man kann euch nicht joinen, deshalb DJ Joey. Ja. Weil das Team voll ist, also wird da gesagt, ist voll. Shuji meint auch, er kommt nicht mehr rein. Ja.
Wenn man nicht mehr reinkommt, heißt das, dass es voll ist. Also wenn halt schon 7 Leute gejoint sind, dann gehen halt nicht mehr rein. Das ist dann im Moment leider so. Wie sind die gerade denn da auch nach oben gekommen? Von du kannst über diesen Gabelstapler, der fährt, der hat vorne so eine Links und da kannst du hoch. Genau. Nice. Ja, also was halt wirklich gerade für so einen Stream wie jetzt super wäre, wäre ein Custom Match, wo es am besten noch Spectator gäbe, dass die Leute, die gerade nicht spielen, wenigstens zugucken können. Ja, es sind so viele Sachen, die geil werden. Ach, schade. Wo man aber leider dann immer wieder Schulter zucken muss und sagen muss, ja, ist halt Nintendo. Es gibt keinen Teambeschuss, oder? Nee. Nicht? Warte. Oder? Ja, also wenn sagt, dass es voll ist, dann können wir da leider nichts dran drehen. Oh, wie oft die einfach. Dann waren andere einfach schneller oder das System hat euch random nicht zugewiesen. Aber wir wechseln. Schreibt Nintendo eine Mail. Wir versuchen ab und zu wechseln. Aber so der Gesamteindruck von den Leuten, die es wirklich schon ein bisschen länger gespielt haben, ist echt so durchweg positiv. Ne? Also ich habe bisher wenig gelesen, dass so Langeweile aufkommt. Es sind eher so dann die Leute, die das dann irgendwie nur so eine Stunde oder so gespielt haben, die dann sagen... Ja. Also es sind auch so Sachen, weil du kommst... Also es gibt ja zwei Modi, in den einen kommst du nur rein, wenn du schon Level 10 bist. Es ist so... Du hast echt am Anfang... Singleplayer-Modus kann man nochmal machen. Den habe ich gestern durchgespielt. Ja, ich hatte den vorgestern durchgespielt. Und fand das sehr lustig, als Tom dann getweetet hat, dass der Endboss schon eine Hausnummer ist im Vergleich zu dem Rest des Spiels. Und das fand ich lustig. Also das lohnt sich auch wirklich. Also wenn ihr Splatoon habt und jetzt den Singleplayer noch nicht angerührt habt, macht es ruhig mal. Also es bleibt die ganze Zeit spaßig. Ich finde, die Bossgegner sind bis auf den letzten wirklich nicht so toll. Nee. Aber... Es sind schöne Rätseleinlagen manchmal dabei. Sie sind auch spaßig und kurzweilig, aber halt nicht anspruchsvoll. Sogar in keinster Weise anspruchsvoll, würde ich sagen. Und dann kommt plötzlich der letzte Boss und da geht's ab. Also allein für den Boss lohnt sich mal durch den Singleplayer zu spielen. Finde ich. Ja. Plus man kriegt auch noch ein bisschen geilen Shit danach. Genau, und man schaltet ein paar Items. Warte, den habe ich nicht gekriegt? Nee. Chris, ne? Ist Chris der neue Muffin? Ist mir ziemlich egal gerade. Achso. Weil? Weil wenn ich auf die Map gucke... Lache sieht's ich gut aus. Kill. Auf Rechner war's. 4, 3, 2. Schießen. Ja, noch ein paar Flecken. Mit 100%igem Sieg. Ja, siehst du deine Records. Krass. Das ist auch wieder relativ das ist eindeutig. Weil ja alle bisher bei mir. Das stimmt, muss man. 0,1. Einmal 0,1, einmal 0,3. Ja. Ja, war ich fast der Beste. Ja, fast. Mit, also gut. Sollen wir mal Seiten wechseln, Tom? Bitte? Sollen wir mal Seiten wechseln? Mhm. Stimmt, da kann es so ausgehen. Soll ich mal rausgehen oder Continue machen? Wir können noch einmal Continue machen. Noch einmal Continue. Willst du mal? Ich kann mal, ja. Wir wechseln hier mal die Plätze. Das bleibt jetzt auch bei dem Team, wenn ich das dann richtig sehe. Ja, sofern keiner quittet, ja. Autsch, sorry. Hey, Überraschung. Port Macarell! Hatten bisher noch gar nicht. Okay. Das Vokabel? Kannst du einmal hochziehen? Tom, kannst du da einmal rechts, links. So, die Motion Control sind sie eher, ne? Okay. Oh Gott! Stimmt! Okay, für mich ist das jetzt mega ungewohnt, weil. So, Kinder, jetzt wird im Chat erstmal die Fresse gehalten. Wir beruhigen uns alle mal wieder. Jetzt ist hier Zucht und Ordnung angesagt. Nur so viel. Gott, das geht ja gar nicht gerade. Kurz an, was wir wie das aussehen. Und trotzdem war ich immer so gut, Tom. Ne? Krass. Ich weiß. Für mich auch. Ah, und das ist ja auch die andere Waffe. Ja. Obwohl das. Ja, für sowas perfekt krass. Ist. Wir haben fast 500 Leute, die zugucken. Ja, das liegt an dir, Robin. Ich habe mein Wasser vergessen. Boah, das ist ja, hast du deinen Namen nicht gedacht? Nein! So habe ich gar nicht gemacht. Danke. Nein! Ich meine das eigentlich? Soll ich sie ihm holen? Ja, bitte, das ist da in der. Im Rucksack oder was? Ich kann ja selber was holen. Ich würde sagen, der direkt neben dir steht, meinst du? Nein! Hey, Leute im Chat! Sieht man mich eigentlich hinten, ja, ne? Hey! Oh, fuck. Robin, sagen wir mal was zum Fallout-Trailer. Ja, sah aus wie Fallout. Grafisch ziemlich scheiße. Holy crap. Meine Meinung dazu. Grafisch wirklich nicht so scheiße. Aber auch das ist ja auch Teil von Fallout.
das stimmt. Ach, das war ein okayer Trailer, wenn es hochkommt. Aber ich war auch eher underwhelmed. Und vor allem fand ich es lustig, dass dann viele Leute so krass abgegangen sind. Also der Hype ist wirklich absurd. Dass der Hype absurd ist nach diesem Trailer. Also weil genau der Hype war vor dem Trailer. Ist auch schon vorher, aber... Und der Trailer hätte jetzt wirklich ganz schön scheiße sein müssen, damit der Hype wieder stirbt. Weil die Leute wollen einfach ein neues Fallout. Ja genau, dann ist das wahrscheinlich das Hauptding. Weil ich fand auch so, nach dem Trailer hat man genauso viel gewusst wie vorher. Boah. Nee, vorher hatte ich gedacht, das wird ein Next-Gen-Bethesda-Spiel, sieht richtig geil aus. Da wusste ich ja mehr nach dem Trailer. Verzeiht, dass ich hier so viel hoch und runter plötzlich gehe, weil es ist einfach so mega ungewohnt, mit dem Analogstick zu spielen. Aber als Domination, wenn ich das auf der Karte sehe. Verdammt, habe ich den noch mitgenommen? Nee. Karma kenne ich. Jetzt den. Weil bei uns ist ja gerade gar nichts los. Nee. Das ist wie ich Fallout manchmal, ne? Mad Max für Dumme. Fallout ist Mad Max für Dumme? Das hat gut geklappt gerade. Aber vielleicht nicht so der Beste. Jetzt könnt ihr das Ding noch verlieren, ne? Muss man auch mal sagen. Ja, ich weiß. Soll ich mal wieder weiterspielen, Tom? Das ist ja nicht, dass hier die 100%... Oh nein! Oh, danke, Tom, ich wollte mich wegtauchen, aber... Harry Potter hat auch viel Spaß gemacht, so. Oh nee. Oh, ich verliere das Ding noch. Haben die das gerade aufgeräumt? Oh. Ja, kaum ist Robin nicht mehr da, ne? Jesus Maria, ey. Wenn wir jetzt hier rein wissenschaftlich argumentieren, ne? Ist Robin jetzt wirklich der beste Splatoon-Spieler von uns hier im Raum? Das hat nichts mit den anderen Teammitgliedern zu tun, nichts mit den Steuerungen und nichts mit... Du hast spielst mit den gleichen Leuten wie ich gerade. Was soll ich machen? Ability Upgrade, komm, was Nützliches. Oh, das war ein Special Saver, glaube ich. Ja, das Bild von Kojima und Miller habe ich gesehen und sogar auch schon retweetet. Das heißt aber nichts, weil der mit allen Leuten sich trifft und das dann immer tweetet. Hast du jetzt... Ich will erstmal rausgehen, weil ich ja auch die Waffe wechseln möchte. Okay. Aber du... Ich hätte nicht wirklich in den Platz reingehen müssen, ich weiß. Motion Controls, dankeschön. Equipment. Ich mach das mal so. Ja. So, bitte wieder das hier. Ich kann ja hier mal ein bisschen zeigen, was ich so habe. Ja, die habe ich. Ich finde das Equipment ziemlich cool teilweise. Ich habe ja tatsächlich, nachdem ich den Singleplayer durchgespielt habe, ein paar coolen Kram. Davon benutze ich jetzt auch das meiste, ehrlich gesagt. Zum Beispiel die Weste. Das hier? Weil ich noch kein 3-Sterne-Item habe beim Tragen. Ach so, doch. Ja, ich habe halt das hier. 4. Das ist auch ein bisschen merkwürdig, also die Fähigkeiten quasi der einzelnen Gegenstände werden ja so randommäßig dann zugeteilt, aber ich merke von denen gar nichts. Also es ist ein bisschen merkwürdig. Also ich merke das schon, also aber nur wenn ich bewusst mich auch drauf konzentriere. So Leute, ich gehe jetzt wieder in ein Regular Match, das heißt ich werde jetzt erstmal random gegen Leute battlen und danach könnt ihr wieder, also jetzt könnt ihr quasi mir schon joinen, aber ihr kommt erst im nächsten Match wieder rein. Robin macht zu wenig Vlogs, in denen er seine Urlaube als nur für euch deklariert, um ein guter YouTuber zu sein, und er hat völlig recht. Ja, das habe ich aber schon auch mehr. Das schreibe ich mir aber auch auf meine Bewerbung, dass ich kein guter YouTuber bin, auch bin ich ein bisschen stolz. Wir alle, glaube ich. Tja, komm. Das ist einer unserer... Ist das eine andere Map? Ja. Ich raste aus. Ist mir gerade nicht aufgefallen. Mir auch nicht. Sofort aufgefallen. Das ist mir so... Also guck mal, etwas anderes. Und ich hätte jetzt auch kein Problem damit gehabt, die andere nochmal zu spielen. Also ich finde die Map echt langweilig, die wir gerade gespielt haben. Weil, weil die einfach zwei gleiche Ebenen, keine spannende... Also da, guck mal, da hast du jetzt schon Wasser, da hast du optisch was. Das eine war wirklich einfach nur Container und gerade enge Wege. Ich sage, das ist eigentlich eine der schwächsten, oder ich finde sogar die schwächsten nach bisher. Aber beim Spielen ist es mir jetzt halt auch noch nicht aufgefallen, im Sinne von, dass ich dachte, da, wenn du fünfmal hintereinander dieselbe Map spielst, ist es nicht. Aber sie ist jetzt tatsächlich im Vergleich zu den anderen wenig spannend. Tom und ich gucken Game of Thrones, ja, und es gibt, ich weiß, dass es irgendein Hooked RPG gibt, ja, aber, also mehr weiß ich auch nicht, ich weiß, dass es das gibt und ich finde das sehr geil, dass es das gibt, aber mehr weiß ich leider nicht, ja. Wer auch immer mich roleplayt, macht das bitte sehr akkurat und gut, also im Grunde muss ich einfach immer gewinnen, dann ist es echt. Ja, und dabei bescheiden sein. Und ich wollte gerade sagen, man muss es auch irgendwie mal erwähnen. Ich darf aber nie recht haben, ich muss gewinnen, aber darf nie recht haben, diese zwei Sachen sind wichtig. Zumindest dürfen die anderen nicht anerkennen, dass ich recht habe. Das war gerade schön. Ja. Ich hatte gehofft, dass er ins Wasser fällt jetzt gleich. Ja. Gleich mal gucken, mit wem wir spielen. Oh, von wo kann das denn wieder? Ja, die hast du halt immer, es ist komplett gemixt.
habe ich immer das Gefühl. Ja. Agari, agar.io kenne ich ja, ist ein cooles Spielchen. Immer da links hoch. Ach, come on! Hat er genau in dem Moment seinen Splat gemacht hier. Akaino, wir haben Monster Hunter, oder ich habe zumindest Monster Hunter gespielt und es ist einfach nicht für mich, das habe ich auch gesagt. Also ich sage nicht, dass das Spiel schlecht ist, aber es ist einfach nicht so gut. Nein, ich habe nur drauf gewartet. Geh mal links, links aus. Nein, ist einfach nicht meins. Also ich habe es versucht, ein paar Stunden lang, aber es hat mir einfach keinen großen Spaß gemacht. Was ist denn da das Gitter weg? Bin ich gesprungen. Was? Ist da nicht sonst ein Gitter auf alle Seite? Nee. Doch. Hä? Ist das nur bei den Ranked Matches so? Okay. Oder du denkst... Nee, doch, auf der Map ist sonst... Aber hier hat ja noch niemand gepainted. Nee, ihr seid nicht so professionell, wie ich dachte. Im Moment bin ich in RPG geknebelt und werde von Turbolo durch die Gegend getragen. What? Zu Recht. Ja. Macht... Moment. A, dass wir tatsächlich Teil des RPGs sind, wow. B... Ist das nicht Fanfiction? Das ist Fanfiction, ne? Ja, natürlich. Guck, Fanfiction! Yes! Was dachtest du denn, was das ist? Natürlich, ja, ich dachte, ich wusste bis gerade nicht, dass wir Teil dieses RPGs sind. Ich dachte, Hooked RPG heißt, Hooked Mitglieder machen zusammen ein RPG über irgendwas. Ich dachte nicht, dass es tatsächlich über das Hooked Universum geht. Ich habe das jetzt so verstanden. Ist das eigentlich Canon, Tom? In unserer Lore? Müssen wir, glaube ich, noch besprechen. Da möchte ich erstmal wissen, worum es eigentlich geht. Oh, Tom, das sieht eng aus. Was ich gegen Kaina habe, der ist nicht lustig, das habe ich gegen den. Oh, das ist schwer zu sagen, oder? Also es könnte, wenn, dann ganz knapp. Aber ich würde gerade eher für die Bad Guys. Ja. Ah, 1%. Alter, bist du schlecht. Du hast bisher 100% verloren von dem, was du gespielt hast. Retro-Edge erklärt kurz Situation im RPG. Ja, die sind jetzt alle nicht so gut gewesen. Guck, ich bin Erster. Weil Robin zum König Tom getragen wird, er ruft die ganze Zeit, Guilty Crown ist sexistische Kackscheiche durch die Gegend und wurde geknebelt. Hört sich nicht inakkurat an, muss ich sagen. Das müsste einer von euch RPG dann mal nacherzählen. Ja, stimmt, ihr könnt mal gerne mal eine Videozusammenfassung machen irgendwie. So oder Text so eine Pfeife vor einem Kamin und dann trug er Robin Guilty Crown schreiend durch den Saal. Tom, gäbe es eine Möglichkeit, Bilder zu zeigen, weil er hat ja auch diese, wie ist Rennmaus oder was hat er gesagt? Farmaus. Gepostet oder Kartenmaus, was auch immer es war. Ich habe einmal Rennmaus gesagt. Farmaus. Nein, Rennmaus, ja, die könnte man ja eigentlich mal zeigen. Das könnte man machen. Aber ich weiß halt nur nicht wie. Ja, das kann ich da mal machen. Also, es sind Farmaus, Fickmade und Hooked-Penis. Diese drei Dinge wurden gezeichnet und alle... Zwei davon sind nicht jugendfrei. Überraschung. Aber alle mit krass hoher Qualität. Also wirklich, das kann man sich eigentlich... Willst du einmal kurz gucken, Mats, wie die zwei aussehen? Nur damit man dann die Reaktion dann sieht. Also das hier ist die... Farmer, das hier ist die Fickmade. Okay, das darf man glaube ich nicht zeigen. Und das ist der Hooked-Penis. Okay, den darf man auch nicht zeigen. Sogar. Wo ich jetzt. Ja, krass, ne? Oh Gott, eine. Hat sich einer richtig Mühe gegeben. Und zwar der. Gurkenglas war es. Gurkenglas hat sich da richtig, richtig krass Mühe gegeben. Gurkenglas, Gucki hat auch einen YouTube-Channel. Ja? Ja, ja. Wie heißt er da? Gurkenglas? Ich glaube Gurkenglas. Okay. Kann aber auch sein, dass es Gurki und Gurkenglas hat nie Avatar bei uns im Forum. Da muss man glaube ich nicht mehr viel sagen. Okay. Bester Mann offensichtlich. Ach komm, ja, Terranas hat einen Link im Chat gepostet im Forum, falls ihr das selbst erblicken möchtet. Für den übernimmt Robin die rechtliche Verantwortung. Nee, Gurkenglas. Ach so. Gurkenglas muss uns einen neuen Kredit geben, falls wir deswegen gesperrt werden. Ha. Es gibt Auto-Aim, ne? Ja. Sieht schon ein bisschen so aus. Nee, es gibt kein Auto-Aim. Null Auto-Aim. Sicher? Ja. Ist das bestätigt oder glaubt ihr das einfach nur? Das ist null Auto-Aim. Guck doch mal, wie er schießt. Das heißt, nicht jetzt, ich meine bei den Gegnern. Weil gerade beim Gegner ist das schon so ein bisschen. Hatte ich auch bei mir das ein bisschen das Gefühl. Ich meine, es ist ja auch keine Kritik. Jedes Konsolenspiel hat ja irgendwie Auto-Aim eigentlich. Soweit ich weiß, wurde auch schon mal bestätigt, dass das hier kein Auto-Aim hat. Okay, ich glaube nicht, wie der aussehen sollte hier. Weil die Streuung doch immer so krass ist. Oh Gott, denn. Das hat er wohl hinter der Gabelstapel überfahren. Ach nee, fuck. Hä? Und er ist wieder weggetaucht. Also siehst du ja auch immer erst, nachdem sie weg ist. Ja, das stimmt. Robin, das kann nicht sein, dass ich jetzt hier noch verliere.
Ob Metal Gear Solid Ground Zeroes ein gutes Spiel oder nicht ist, erfahrt ihr im nächsten Umsonst gezockt oder beim Test auf Giga Games. Eins von beide. Soll ich die Story so far vom Epic Game mal vorlesen? Die wurde nämlich schon zusammengefasst im Forum. Echt? Mhm. Ist auch gar nicht so lang. Ja, gern. Also, ich noch einmal kurz die Situation. Es gibt ein Hooked-Rollenspiel. Und das ist bisher passiert, dieses Rollenspiel. Wir hören das jetzt auch mal zum ersten Mal. Unsere tapferen Helden Mitsu, Take und Camille-Roboter sind auf der Reise nach Naskaria, da der dort ansässige König Thomas sie dorthin bestellt hatte und sie um einen Gefallen zu bitten. Auf der Reise dorthin verunglückt Camille-Roboter allerdings schwer, weshalb sie ihre Reise zu zweit fortsetzen müssen. In Naskaria angekommen werden sie von der rechten Hand des Königs empfangen, Sir Mats von Kreuzburg. Dieser geleitet sie zum König, welcher in Schloss Geukenstein residiert. Sein Problem... Ich möchte nicht weiterlesen. Hofner... Wer könnte es sein? Na? Raimund Obin, da haben sie sich sehr gut abgesichert. Das kann nicht der erste bei uns gewesen sein. Sein Problem, sein Hofnarr Raimund Obin ist dem Wahnsinn verfallen und geflohen. Der König bittet sie darum, ihn einzufangen und lebend wieder zurückzubringen. Das kennt man auch aus unserer Arbeit. Ja. Um dieses Vorhaben zu erreichen, gibt er ihnen eine sichere... gibt er ihnen eine sichere Zahlenkarte... Auf ihrem Weg werden sie heimlich von dem mysteriösen Assassinen Turbo beobachtet, dessen Ziel noch unklar sind. Auf ihrer Reise stecken sie einen ganzen Wald in Brand und treffen auf diverse seltsame Leute. In einer Taverne konfrontieren Turbo und seine Begleitkatze Sam Mitsu und Take und bitten darum, mitreisen zu dürfen. Diese stimmen zu und reisen fort damit zusammen. Auf dem Weg zu den Framefällen begegnen sie Edge von Riva, welcher den wahnsinnigen Narren ebenfalls gesehen hat. Laut ihm war er auf dem Weg zur Grafschaft Berlinium, während er von Männern in schwarzen Kutten verfolgt, auch das ist sehr akkurat verfolgt wurde. Die Gruppe macht sich auf in Richtung Berlinium. Dort angekommen merken sie allerdings, dass die Stadt komplett verlassen ist. Mitsu verschwindet unter solchen Umständen. Der Rest sucht sich einen Weg in die Festung des Grafen. Und das ist der aktuelle Stand sozusagen? Ja, anscheinend ist da noch ein bisschen was passiert, weil anscheinend wurde ich ja geknebelt schon, aber da steht in der Zusammenfassung noch nicht drin. Vielleicht einfach nur grundsätzlich. Ich muss sagen, die sicher Zahlenkarte hat mich überzeugt. So, okay. Entweder hat er sich da hinten versteckt? Nee, da unten ist er. Tja. Jetzt seht er, das ist nicht einer, der den Stream guckt, weil dann weiß er ja ganz genau was. Also wer das machen kann, ihr könnt gerne einmal im, einer der Mods im Chat einmal den... falls ihr noch Leute sucht, die da mitmachen sollen, falls, könnt ihr ja mal irgendwie einen Link posten, wo sie das machen können. Wenn nicht, dann sagt das einfach und dann sollen die weggehen, die Doofen. Die Doofen. Das war eine gute Band. Ne? Das sieht cool aus. Was sieht cool aus? Wie auch der schräge Tinte ist. So, ja. Man hat auch, wenn man in der Tinte taucht, hat man so nachträglich noch Spuren drin. Das ist ganz cool. Aber keine Fußspuren, ne? Die kannst du nicht mögen. Bei Tinte kann ich noch damit leben. Wie, was? Aber solange man beim Tauchen so ein bisschen... Das müsste doch alles voll sein. Ja, ist immer so ein bisschen Spuren sind da ja auch drin. Also jetzt nicht Fußspuren, aber so Tintenflex-Dinger, wir tauchen drin rum, Spuren. Ja, egal. Stimmt, Scheißspiel. Aber ihr dominiert gerade. Ja, Robin, kannst du Tom mal fragen, ob er Mats mal fragen kann, ob er auch mal zu Bonjour möchte? Tom, kannst du Mats mal fragen, ob er auch mal zu Bonjour möchte? Mats, ich soll dich von Robin fragen, der dich vom Chat fragen lässt, ob du mal zu Bonjour möchtest? Kannst Robin sagen, dass er dem Chat sagt, klar, warum auch nicht, ist ja eine lustige Truppe, kann man mal hingehen. Mats sagt, nee, er hasst sie, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Wir sind Robin, wir sind manchmal so. So, ne? Ich habe es ja gehört, dass du das... Wie so zwei Ringelpommes, die ineinander verringen sind. Ja! Man kann es nicht einen essen, ohne den anderen loszumachen. Ja, und die auch schon so leicht zu warm sind und zu lange gelegen haben und deswegen schon so ein bisschen angefeuchtet sind, aber du isst sie trotzdem. So sind wir. Leicht angefeuchtet, trotzdem essbar. Aber trotzdem essbar. So. Das ist noch. Das schreibe ich auf meinen Grabstein. So sind wir. Noch leicht angefeuchtet, trotzdem essbar. Das hat mich das Ding aber, tatsächlich platt gemacht. Ich so super. Nee, ich dachte, ich könnte einfach dran vorbeischwimmen. Funktionieren die Rückspiegel in diesem Spiel? Ja. Okay. Habe ich das erste, was ich getestet habe? Nur damit ich John der Rase auch beruhigen kann. Ja, es hat halt seine Schwächen. Keine Fußspuren. Kein Rückspiegel. Kein Rückspiegel. Ganz ehrlich. Hinter mir ist einer. Lame. Vor dir auch. Oh. Da waren überall welche.
Super Smash könnte irgendwann in der Sommerpause auch mal vorkommen, ja. True. Tom, das kann es sein, dass du nicht so gut bist? Das sollte doch geklappt haben, oder? Haben ja, so. Oh, doch so, so deutlich. Ist man eigentlich, man, ist immer, man selbst ist immer die Good Guys, oder? Kann das sein? Ja, ja klar. Die anderen sind auch die Good Guys. Das ist aber philosophisch schwierig, wenn beide mal die Good Guys sind. Oh, da war ja nicht so gut. Philosophisch sehr interessant. Ja, meine ich ja. So, willst du mal wieder nochmal? So schwierig. Ja, weil es nicht so einfach erklärbar ist. Deswegen wäre es interessant. Ja, doch. Wenn jeder sieht sich selbst als Guter, aber wer ist dann der Böse? Das ist ja philosophisch. Ja, es gibt keinen. Das ist doch die Moral von der ganzen Geschichte. Ich gehe mal raus und nochmal wieder rein. Weil dann können wir nochmal wechseln. Kannst du nochmal Leute adden? Außerdem, achso, ich kann nochmal gucken, ob Leute da sind. Ich wollte auch mal die Waffe wechseln. Es sieht so aus, Tom. Ach, du wirst so viel Spaß haben, wenn ich alle wieder rausschmeißen muss. Many friends. So many friends. Nochmal sechs dabei. Finde ich aber schön, dass so viele von euch das scheinbar echt tatsächlich ja. schon haben. Also ich hätte jetzt eher damit gerechnet, dass wir gerade so vielleicht eine Gruppe voll bekommen. 7 Leute, echt? Aber wenn 400, 500 Leute zugucken und... Naja, trotzdem ist ja... Also gut, man guckt ja, wenn dann wie ein Splatoon ja. zu. Also wir hatten bisher mit allem Erfolg, aus mit Battlefield Hardline. Das war das einzige, was... Battlefield Hardline hatte niemand. Keine Nutzer gefunden. Einer, glaube ich. Einer, glaube ich, ja. Okay, wow. Finde ich aber... Ist bezeichnend, ja. ja. Wir haben gerade 4... Ich bekomme gerade im Chat... Nach diesem Match können wir jetzt Nesca? Nesca, sonst Nesca. Und dann einer, bitte kein Nesca. Ich spiele heute kein Nesca. Finde ich auch schade, aber... So, ich probiere es jetzt mal mit dem Ding. Willst du mal rollen? They see me. Aber ich spiele vielleicht noch was anderes. Das stimmt, Kraken ist gar nicht schlecht. Über 500, yay! Du hast ja gar nichts, was dich unsichtbar macht. Yay, yeah, Leute, über 500. Achso, beim Schwimmen? Ja. Nee, einfach noch nichts. Yeah. Ich kann ja nicht bestimmen, was für ja, doch. Sachen freigeschaltet werden. Doch, kannst du ja Sachen kaufen. Ja, ich kann welche kaufen, aber ich kann nicht bestimmen, was freigeschaltet wird. Das stimmt. Siehst du da irgendwas mit unsichtbar? Kaufen. Ja. So. Ja. Da kannst du gar nichts machen jetzt. Guck mal, du musst auch mal wieder hier so Kram kaufen. Oh jetzt Gott, nein, jetzt oh, das ist auch so eine Sache. Jedes Mal, wenn man auflevelt, erzählt er einem, was man so quasi frei... Aha, Glück gehabt. Ich hatte mal eine Sache, da hat er ohne Scheiße mit 6 Sachen vorgestellt, die neu waren. Und ich war die... Oh, war ich aggressiv, ey. Konnte man nicht wegmachen. Guck mal, hier, die hier zum Beispiel ist auch ganz nice. Oh, was ist denn das neue, ne? Sieht toll aus. Das ist ja genau der Blaster, der ist aber anstrengend. Mit dem habe ich versucht. Aber der hat ein Schild als Ding. Ja, der hat ein Schild, aber das sind so diese kleinen Blubberbläschen, die explodieren. Ach so, okay. Das ist nicht so geil. Ja, aber ich mag übrigens so kleine Sachen. Sie ist schön, im Deutschen sagt sie irgendwann so einen Satz so, bla bla, kauf Sachen, bla bla bla. Das im Hintergrund. Ich mag den Fisch bei ihr, weil der immer so aggro ist. Der Nemo? Ja. Aggro? Ja, ja, hast du nicht mal gesehen, also ganz am Anfang, als du mit ihr geredet hast, gleich kommt er wieder, oder? Das ist so random, wann die mal was welcher sagen. Welcher Fisch? Na, der Fisch bei ihrem Haar. Das ist Nemo. Ja. Und der ist doch nicht aggro. Doch, der ist immer aggro. Hier im Englischen ist der immer so, buy something, alles in Caps. Okay. Im Deutschen nicht? Weil, nö, ist mir nicht aufgefallen. Meinst du den? Kaufen sie nur Besitzer etwas? Ich meine... Den Fisch? Der Fisch? Der Fisch redet unabhängig von ihr. Es sei denn, ich bin total verrückt und hab mir das nur eingebildet. Das kann auch sein. Achso, jetzt wollte ich... das wollte ich erraten. Ja, join ein. Mach ich manchmal. Ich spiele manchmal und dann, wenn irgendjemand, der auch gerade spielt, join ich den. Die sind immer dann total verwirrt, wenn ich sie platt mache. So, also... Ihr könnt wieder bei uns auf Join drücken. Ja. Neue Runde, neues Glück. Ich habe einen Verdacht, was wir für eine Map spielen. Meinst du? Ja. Wie schön, dass ihr alle Damon... Nein. Ist Damon Brande ist doch ein Nutzer von uns. Ja. Ja, weil alle... Es ist dieser German Stream. Don't understand what they are saying. Alle antworten ihm. So. Meine Taktik ist ja aber ja da siehst du mal, wie höflich unsere Leute sind. Tatsächlich da einer rüber und da geht schon jemand rüber. Na gut, dann müssen wir hier runter. Ich muss eigentlich auch mal wieder ein bisschen mehr Roller spielen, weil dieses einfach nur durch die Gegend rennen. Ja. Ich würde das, glaube ich, auch auf einer leeren Ich wusste machen. Es da, ich wusste es. Du kannst es ja auch testen. Ja, ich weiß, wusste es. Ich wusste es. Was wusstest du? Dass er war gerade so enttäuscht, dass keiner gemerkt hat, dass er seit Tag 1 Zuschauer von uns ist. Aber ich hab's gewusst. Und Tom auch. Wow! Wir sind echt die Besten. Ihr seid die alle. Ja, siehst du, Damon, die wichtigsten wussten es. Also. Ja. Fuck the rest. So. Fuck the rest, you're the best. So. Nee, so you're the best. Diese Twitch-Leute, die dann immer, wenn 9 Subscriber haben, irgend so einen ganz coolen. Oh, du musst auch mal machen. Aber wir haben keine Subscriber, deswegen. Oh, das hab ich vorhin noch. Ich wollte eigentlich springen. Oder? Das ist so absurd, dass man ein Squid ist und nicht schwimmen kann. Ja, stimmt. Was ist denn das für ein Squid-Kid? Kann nur in Tinte schwimmen. Das wäre der uneffektivste
so am schnellsten aussterbendste Tintenfisch, den es gibt. Aber hallo. So, jetzt habe ich ja gar keine Lust mehr. Kann man das Spiel zu zweit gegen andere? Nein, kann man nicht. Nein. Es gibt keinen so lokalen, vernünftigen Modus. Also falls ihr euch gerade fragt, kann man das Spiel so oder so spielen? Die Antwort ist nein. Ja, alles, was man spielen, kann, seht ihr jetzt hier gerade. Es ist schon krass. Das ist schon ein bisschen heftig. Ja! Die! Wie du gerade... Die, Turret! Die! Ich hab nicht gesehen. Warum springst du so viel? Dann färbst du nicht. Ja, macht nichts. Ich wollte... Oder was? Ja, einer war da, glaube ich. Jetzt sagen wir unten. Guys, where are you? I need you! Nee, am Samstag sind wir nicht. Also ich bin wahrscheinlich am Samstag im Büro. Aber ich weiß nicht. Schade. Aber ich hebe ihn, wenn ein Paket ankommt. Echt? Du hast hier was wieder bestellt? Hier, der Japaner, der. Ach nee, ist gar nicht. Ist doch nie aufgefallen, dass wir einen Zeppelin drüber haben. Komm, Mats, du musst mehr auf den Boden squirten. Was muss ich? Mehr auf den Boden squirten. Squirten? Ja. Ja. Okay. Also auch allgemein? Okay. Nee, allgemein ist das kein Problem. Würde ich sogar sagen, weniger. I'm coming for you! Komm. Wenn die dich, einmal. Also, es sei denn, du hast dieses Unsichtbarkeitsding, weil dann. Aber dann musst du eher spammen, damit du diesen. Da ist einer drin. Damit du diesen Shotgun schaffst. Mario ist in Zeit. Jetzt ist er tot. Du bist hier aus dem Scheiße. Ja, klar. Mach mal besser für unter die Woche zur Wohl. Da bist du auch nochmal sicher. Guck mal, jetzt hier von hinten. Das sollte man nie machen. Worum steht. Ja, passiert aber das. Aber auch im eigenen Gebiet. Ja, ja, sollte man trotzdem. Fühlte sich sicher. Ja. Sehr gut. Klatsch. Das läuft ja gerade. This is the nut fucking around crew. Oder Ink. Oh. So, und jetzt? Du hast dein Special? Yes! Fuck you! Fuck you! Nicht so viel rumspringen. Egal. Nicht so langsam. Okay, sehr gut. Ja, reicht. Doch, reicht, aber. Aber auch da hätte man wieder aufpassen müssen. Das ist nicht so. Sie sind gut. Wieder bei dir durchgekommen. Ja, ja, ja. Aber hat gereicht. It's a win. Oh, Alter, mit drei Rollern ist aber schon heikel, ey. Sollte man eigentlich nicht machen, aber das ist, ich würde mich nicht beklagen. Naja, manchmal ist es so, dass total nach hinten losgeht, aber jetzt wussten die anderen offensichtlich nicht so richtig, wie sie damit umgehen sollen. Das ist okay, dass es kein Kühlschrank ist. Turbo, den haben wir schon. Eine Dusche allerdings, die können wir noch brauchen. Ja, Dusche. Die Maps wechseln übrigens alle 4 Stunden, sagt mir der Chat. Echt? Okay, gut. Dann hat man doch recht mit unserer Vermutung. Alle 4. Haben wir das vermutet? Und er hat noch in Klammern da hinzugefügt 0, 4, 8 und so weiter, falls es dann auch. Ah, okay. Also sag mal, kommt immer nur eine Karte 10 Mal hintereinander oder wie funktioniert so das? So, wer ist jetzt? Ist aber keiner von unseren Leuten jetzt dabei? Das kann sieht das schon sein? Sehr random aus irgendwie. Warum ist denn keiner. Ja, weil die nicht aussteigen. Wenn du in ein random Match reingehst und danach die Leute nicht aussteigen. Echt jetzt? Dann ist ja kein Platz für die anderen, die dir joinen wollen. Mats, das heißt. Ja. Ja. Wurde Good Guys mit gute Jungs übersetzt? Nee, Guten und die Bösen, glaube ich. Okay. Du achtest ein bisschen wenig auf deinen Link. Ja, das passiert manchmal. Aber am Anfang verbraucht man auch noch mehr, weil man wenig braucht. Ja, wenn jetzt noch 1, 2 Pakete ankommen, dann haben wir schon das nächste Item get ready. Jo. Oh! Ink. Oh. Warte, ich hätte schon fertig machen müssen. Naja. Wie machen wir das dann? Wollen wir gleich jemand anderen? Das ist auch blöd, ne? Naja, ich würde einfach nochmal quitten, neu dazu. Ja. Dann wird es halt immer durchgewürfelt, also geht leider nicht anders hier in dem Spiel. Wir würden gerne konstant mit euch zusammenzocken, aber geht einfach nicht. Was später gespielt wird, ist eine Überraschung. Spielen wir noch was anderes? Ja, würde ich schon sagen. Die letzte halbe Stunde. Bum! Schade, weg. Da hinten. Und ich dachte, wir spielen die ganze Zeit Splatoon. Kann man auch machen. Der hat noch zur rechten Zeit angegriffen. Das stimmt. Irgendwie macht mein Team aber gerade nicht so viel. Was ist denn da los? Ja. Ich hab grad den Eindruck. Wir können jetzt mal die Seite lang, theoretisch. Ah, ich mach jetzt mal hier ein bisschen. Ich hoffe mal, dass jetzt hier keiner am Snipern ist tun sein. Nur einer von deinen. Oder ist einer. Oh Gott, Mats. Ja. Flieh. Sehr gut. So macht man das nämlich. Das war übrigens, ich muss kurz die Chance nutzen. Ja. Jeder von euch, der im Chat noch nicht Mad Max Fury Road gesehen hat, guckt ihn euch sofort an. Nicht sofort, sondern nachdem der Stream vorbei ist. Wirklich, ernsthaft, I am not kidding, right? Jetzt, yes. Unbedingt im Kino. Das funktioniert auf der Almanlage einfach nicht so gut. So unfassbar gut hier. Doch. Wollen wir uns den auch allen noch ein zweites Mal angucken. Ein Actionfilm, der
allem anderen, mit allem anderen gerade den Boden aufräumt. Ich habe gerade den Eindruck, wir sind hier nur noch zu zweit. So offensichtlich sind hier... Nein! Na, schade. Das war Pech. Ja. Das war einfach nur Pech. Nee, das war gut gespielt von ihm. Ja. Ja, er nutzt diesen Gang um für die Fähigkeit, ja, das ist eigentlich nicht schlecht. Ich glaube, wir sind wirklich gerade zu zweit. Ja? Ja, ja. Wir sind zu zweit gegen ein ganzes Team. Da heißt es jetzt nur noch gut Punkte sammeln. Ja, dann kannst du dann wirklich nur noch deinen eigenen Score ein bisschen aufbessern. Ja. Aber das finde ich eigentlich ganz nett, dass man hier in der... Ich würde schon sagen, dass Mad Max nächste Woche noch läuft. Der läuft noch. Kommt aber, glaube ich, auch an, wo du ja, das wird nichts. Also in einem kleinen Dorf wird es wahrscheinlich schwieriger, aber der hat sehr viel... Also der hat jetzt mittlerweile tatsächlich auch Pitch Perfect 2 überholt. Obwohl der am Anfang halb so viel eingenommen hat, einfach weil der so gute Reviews bekommt und deswegen sehr lange Beine hat. Sagt man das im Deutschen so? Long Legs? Ja, ja. Geht das? Ausdauer. Autsch. Ja, deswegen würde ich schon sagen, dass der nächste Woche auch noch läuft. So, wir können mal gerade gucken, aber ich müsste ja eigentlich Leute, guck mal, sind zwei ausgestiegen. Okay, es sind wirklich zwei weniger. Wobei, dann müsstest du jetzt theoretisch mit zwei vorne. Wer sich den Film per Stream anguckt, ist ein... ich glaube, auch der hat einen Fick dich verdient. Ich glaube, der kommt auf die Fick dich Liste. Das sind Filme, die man tatsächlich auch im Kino mal unterstützen sollte, auch wenn da, weil die Preise sind echt krass. Ja, Rafe ist wieder dabei. Shiggy ist da. Yay, yes, Shiggy! Ja, aber wenn man es für zu teuer hält, dann holt man sich halt die Blu-ray später. Stimmt, also wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt den jetzt unbedingt sehen, aber ihr wisst, dass ihr den hundertprozentig kaufen werdet, dann kann man dann, warum nicht im Stream angucken, ihr gebt mir eh schon Geld. So, allerdings aber bin ich auch... passt einfach was. Genau, ihr versaut euch damit den Film aktiv. Das ist, der Film funktioniert in erster Linie einfach auf einer großen Leinwand mit einem ordentlich lauten Boxensystem. Wenn ihr das zu Hause habt, kein Problem. Tom? Ja? Wer spielt gerade, was spielt? Was spielt? Ja, weil Pokémon is live 66666 sagt, man, geez, he sucks. Hey, fuck you! No! He's a new viewer from the international team. I'm sorry, you're right. I'm sucking right now, but it's because of my teammates, because they are there. We are an international stream now. Yes, welcome right now. Hello to the Splatoon World Championships. Right now, the second best German Splatoon player of all the time is playing. He's called Mats. Yeah. The best one is sitting here, hinten. He has a 100% record and is unbeaten, basically. Okay. Okay. So, zu Ende. Das war ein kleiner Service an unsere englischen Zuschauer, ganzen vielen. Im gegnerischen Gebiet fliehen zu wollen auf die Art ist... Ja, ich hätte ihn fast mal ab. Wenn der rankommen, hätte geklappt. Aber wir spielen ist Shiggy, also da wäre ich nicht böse. Okay. Nein, ich weiß nicht, ob die deutsche Synchro von Mad Max okay ist, aber ich glaube, es ist vernachlässigbar bei dem Film. Ja, bei dem Film ist wirklich nicht so, es wird einfach nicht so viel geredet. Also ich finde, Mad Max ist schon sehr geil. Und das, was man im Englischen reden hört, versteht man nicht so hundertprozentig, weil die Motorengeräusche sind zu laut. Was ist denn hier schon wieder los? Wieso sind die denn da weit vorne? Aber allein, was die bestimmt aus What a Lovely Day gemacht haben, ist bestimmt schon scheiße. Ach, was für ein, weiß ich nicht. Was ich mag diesen Tag, der hier gerade stattfindet. Oder sag, so, was für ein wunderschöner Tag wird er sagen. Ich finde, Film-Synchros und teils auch Übersetzungen gehen eigentlich meistens. Also nicht annähernd so schlimm wie bei Spielen. Das stimmt. Alter, was ist denn hier? Ja! Oh, fuck shit, Dinger. Fuck shit, Dinger. Fuck shit, Dinger, for our international audience. Das sieht ja nicht so gut aus. Jetzt steh doch da nicht rum, Plüripplis. Du musst hier was machen! Stürmen! Stürmen! Storm, it's a German Storm! Storm in Englisch! Storm! Fuck this, I'm going in! Oh, guck dir das an! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Das wird ja wieder so ein Ding. Ja. Oh, der, die hat den sich auch im IMAX angesehen. Wie wir, dann wirst du ja wahrscheinlich auch hier aus Berlin kommen, weil ich glaube, also wenn du nicht in Österreich oder Schweiz sitzt. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass Berlin das einzige IMAX Deutschlands hat, tatsächlich. Ist das so? Ja, zumindest letztes Jahr war es noch. Wenn ihr das gerade auf der Karte sehen könntet, ne, das ist richtig hart. Mann, oh Mann, ey. Ganz schön peinlich mit euch hier. Siehst du, und du hast ihn vorhin noch ermutigt. Das ist ja, das, ich was, weiß, du jetzt, was du jetzt dafür bekommst. Aber wenn, wenn er mich nicht ermutigt hätte und sich über mich lustig gemacht hätte, wäre ich jetzt noch schlimmer. Das stimmt. Schon. Ich habe gerade zwei mit einem weggehauen, aber das wird nicht mehr erreicht haben. Das ist deine Argumentation, ich bin scheiße, aber wenn ihr nett zu mir seid, bin ich weniger scheiße? Ja. Okay. Knapp. K-
Knäppkes. Nicht so schlimm wie vorhin. Das stimmt. Boah. Ja, ich bin scheiße, aber ich bin trotzdem immer Erster. Das heißt, wir sind alle scheiße. Der, die ist der Eddie, von dem Mats erzählte. Mats. Bitte was? Der, die ist Eddie, von dem Mats erzählte. Ach ja. Punkt. Ja, hi. Wer ist das? Haben wir gerade mit ihm gespielt? Muss ich den kennen? Du kannst ruhig. Ich würde auch eine andere Waffe nehmen wollen. Ich würde es nochmal mit dir probieren. Ich weiß gar nicht, ob du ihn kennst. Okay. Weiß ich nicht. Glaube nicht. Aber hallo, guten Abend. So, wir machen nochmal ein neues auf. Ach, das ist aber ein Scheißsystem, dass man nicht einfach sagen kann, hey, ich öffne Freunden, und kommt doch dazu. Es ist da einfach nicht zu glauben. Doch, kommt ja im August. Vielleicht. Nein, ich bin der Meinung, sie haben es schon so angekündigt. We have all the English viewers in here. It is so very aufregend. Yes. What a lovely day. Where are you from? I made a reference. Please did you hear that? Tell Robin, where I made from. The reference. Yes. What a lovely day. You are so reference. Lovely. Yes. You are so lovely. Yes. Want to hear a joke? In English? Yes. An English joke? Yes. A man walks into a bar with a piece of asphalt under his arms. What? He says to the barkeeper, two drinks please, one for me and one for the road. Oh Gott, I hate you. Da lacht er. Oh, ich lache mehr, als ich wollte. Und ich schäme mich jetzt für dich und für mich, weil ich drüber lache. Yes, yes. Ich mag total diesen deutschen Akzent zu machen. Das ist so mit den Erwartungen der... Let's make the German accent. The Germans! Yes, yes. Müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht in... weiß schon, welchen YouTube-Kanal abdriften. Ja, ich habe eine Ahnung, von welchem du redest. Oh Gott, wenn ich gerade erschrocken bin. Nee, ist alles gut. Nee, ich habe den Dragon's Dogma Online-Trailer nicht gesehen, falls es einen neuen gibt. Und ich glaube, ich habe auch kein großes Interesse. Das kommt doch auch gar nicht in den Westen, oder? Bisher noch nicht, ne. Also es sei denn, in dem Trailer wurde es angekündigt. Aber am 6.9. Juni kommt Final Fantasy 15 Demo Version 2 raus. Und ich empfehle euch alle einmal den Active Time Report anzugucken. Geil! Was so ein bisschen Square Enix ist, ja, was ist das Äquivalent dazu? Sie sitzen einfach vor der Kamera und erzählen dann anderthalb Stunden über ihre Spiele. Und es ist so unprofessionell, das ist total unterhaltsam. Square Enix ist Hooked Livestream. Nee, die sind schon eine Ecke professioneller. Oh, da ist noch einer. Es sind noch zwei. Oh, Mats, krass. Oh. Hinter dir. Griechische Mythologie ist mein Achilles-Ellenbogen. Einfach mal so, habe ich gerade im Chat gelesen, finde ich gut. Ich lachte mehr, als ich wollte. The Walker hat diesen. Oh, das war jetzt ein bisschen. Was aber echt gut da vorhin gegen die Leute. Ja, ich kann mit der Waffe, die mag ich sehr gerne. Das war sehr beeindruckend. War auch ein bisschen Glück dabei. Könnte meinen, du bist ganz gut in diesem Spiel. Naja, ne, wie es halt so ist. Wollt ihr vielleicht auch noch gleich auch einmal den Rank zeigen? Ja, und dann können wir machen. Vielleicht mal auf ein kleines böses Spielchen wechseln. Geh jetzt da hoch. Oh, fuck. Jo, wie kann man denn da... Man sieht doch, was da für eine Waffe schießt. Ja. Wie kann man denn dann da in den Gang schwimmen? Ich weiß es nicht. War so optimistisch. Falls das einer von euch, obwohl hier sind ja Random-Leute gerade. Ja. Ich glaube, es sind gerade noch Random-Leute. Aber es sieht ganz gut aus. Dann sollten wir das Match danach aber schon noch machen, weil sonst haben die ganzen Leute... Achso, jetzt gerade erst neue Leute wieder rein. Ist jetzt gerade ein gestartetes Match. Okay. Alter, noch ein bisschen nass, habe ich das Gefühl. Bei uns ist gerade nicht so schön viel. 10, 9... Hast du nicht gepaintet gerade? Ich weiß, ich dachte, ich kann ihn kurz mal ausprobieren. Oh, das ist mutig. Jo. Der hat schon aufgegeben. Ja, zu Recht. Sag mal. Ja, das ist ein paar durchgekommen. Nee, das hat er. Das sollte gereicht haben. Willst du nochmal? Achso, jetzt ist er mit der Waffe spielen. Mit der Waffe komme ich auch klar. Ich denke halt die ganze Zeit, ich müsste Schild anmachen und hab's dann nicht, aber. Die war gut, die Runde. Ja. 7 zu 1 ist nicht so schlecht. Das war so gute Stats, muss man mal sagen. Ja. Wäre die irgendwo gespeichert, dass man nachgucken kann? Was? Die Stats?
Achso, nee, Kills oder sowas. Ja, die Frage kannst du dir selbst beantworten. Ja, ich wollte aber nur deine Antwort. Vielleicht kannst du die bei Nintendo per Postkarte anfordern oder so. Also ich glaube, die oberen beiden sind jetzt noch die von dem Match gerade und der Rest müssten eigentlich Leute von uns sein, oder? Und bei Juri bin ich mir gerade relativ sicher, aber ich weiß es nicht mehr. Aber das können die Leute ja nochmal in den Chat schreiben. Also wie gerade so die Beteiligungsquote ist. Kommt ihr rein, kommt ihr nicht rein? Aber ich glaube, es wird halt... Also die meisten Leute kommen, beschweren sich, aber so. Ja, die meisten kommen halt einfach nicht rein. Das ist halt einfach so, weil sie ja inzwischen über 20 Anfragen hatten. Ja. Wir würden das gerne beeinflussen können, aber wie gesagt, müsst ihr Nintendo eine Postkarte schreiben. Ja. Ich glaube, Mails bekommen die nicht. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich auch wirklich... Nee, Miiverse-Post. Selbst das. Ach, ja. Nee, also ich bin nach wie vor, es macht wirklich Spaß. Das ist so die Hauptessenz. Ganz viel Spaß mit ganz viel Luft nach oben. Das ist ja besser als andersrum. Ja, genau, genauso würde ich auch formulieren. Mich wäre allerdings aber auch sehr enttäuscht, wenn da nichts nachgeliefert wird. Also wenn das ja, von ihnen wird. Wenn es auf dem Level jetzt irgendwie so bleiben würde und die irgendwie ein, zwei Maps noch nachlegen, aber sonst nichts machen. Also ich erwarte schon, dass die da echt auch Verbesserungen vornehmen, was für dieses ganze Handling angeht. Ich bin ja auch total froh, dass sie nicht so ein Free-to-Play-Ding. Ja, das würde sich voll anbieten, als ja, Free-to-Play-Spiel. Ja. Aber bin ich auch wirklich froh, dass sie es nicht gemacht haben. Versucht ihr euch gerade gegenseitig? Nein, das ist. Ich weiß nicht, was er hier macht. Ja, er wollte dich gerade, glaube ich. Telegramm wäre wahrscheinlich sicherer, wenn man das machen würde an den Kern. Telefax. Das sieht aber schon sehr heftig aus. Morse-Code an den Tokyo Tower. Oh, vielleicht auch laut brüllen, vielleicht kommt das auch an. Wieso der Stream bei dir hängt, kann ich dir nicht genau sagen. John Bereit, das weiß ich nicht. Läuft aber noch, ne? Da kommt gleich einer, da links. Nee, genau. Das wäre fast. Jawoll! Goddammit! Was war das? Man kann wohl im Inventar in der Mappe sehen, wie viel Fläche man mit der gefärbt hat. Ja, das kannst du sehen. Also diesen Einstead haben sie gesagt, den geben wir ja. Das geht. Das immerhin. Für die anderen schickt einen Brief da oben. Ich habe übrigens oft das Bedürfnis, lieber durch die Map zu schwimmen an dem Punkt, an den ich will. Mhm. Weil das doch ein bisschen riskant ist manchmal sich. Ja, manchmal ja. Manchmal rettet es aber auch den Arsch der ganzen. Ja klar, also gerade wenn die Zeit ein bisschen knapp wird und man sich denkt, okay. Jetzt voll haben wir, das wäre gut. Und da ist jetzt nicht. Was zum Teufel? Ich habe auch jemanden erwischt. Ja. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe ihn erwischt. Fonski. Fonski, wa? Der gute Fonski. Jetzt hinter dir? Ja. Und hier könnte man mal ein bisschen was fertig painten. Auch eine gute Runde, die du da vorlegst. Eine sehr gute Runde. Kommst du auf Bikershot meint, also gerade wo ich noch der Brieftaub nach Japan ist, vielleicht ein bisschen gefährlich, also stattdessen Brieftaubsi. Das finde ich gut. Was für ein Scheißwitz, aber gut. Good enough. I take it. Ja, liebe Siduri, es kommt gleich was anderes. Aber nicht Nazca. Nee, nicht Nazca. Sorry. Nach diesem Match machen wir noch eins. Ich würde sagen noch eins, damit die Leute nicht für eine Runde gewartet haben und danach. Also noch ein Match. Ja. Darf ich das nochmal spielen? Ja, wenn du 100% riskieren willst. Ja, möchte ich, ist okay. Jetzt werde ich zu nichts mehr kommen. Nee. Komm, ich will wenigstens noch einmal in die Luft. Nee. Doch, oder? Doch, nee, doch, nee, doch, nee, 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 nee. Oh, doch, okay. Ah, oh. Juhu! Da habt ihr nochmal die Map gesehen, die wir hier schon. Ah, es hat aber wieder Motion Controls an, ne? Egal, ja. Mach ich dann mit. Biu. Yay! Damit kann ich gerne. Soll ich das hinten schmeißen? Nee, ich würde einfach die Kiste tauschen, weil Robin, du willst ja danach eh das Stimmt. Spiel. Ja, das recht. Spiel. War ich nicht gerade bei 1107 Punkten? Ich glaube ja. Ja? Ich glaube, so war es. Das können wir sein. Sehr, sehr, sehr gleich. Warte mal. Was das angeht. Was macht ihr hier? Tanzen. Oh Gott. Jesus. Dankeschön. Ah. Hallo Chat. Ah. Das ist ja mit Motion, ne? Hallo Tom. Ja, ist mit Motion. Was ist das eigentlich für ein. Da kannst du jetzt spielen. Mit, ja. Ich wollte hier spielen! Nein. Mama! Das ist Strafe, dass du. Ich möchte nicht Splatoon spielen, ich möchte Splatoon Minispiel spielen. Zu Hause, Switchjumpen. War da eine Schuhwerbung? Ja. War das eine echte Schuhwerbung? Weiß ich nicht. Kann sein, aber am Anfang des Spiels steht auch, dieses Produkt kann Werbung und Produktplatzierungen enthalten. Da, das meine ich. Das oh, der Chat begrüßt mich, hallo. Ist das irgendeine Marke, die man kennt? Nee. Nee, glaub nicht. Also es ist sehr viel Fantasiekram dabei. Aber sorry, beim Spieler, ich bin gerade damit beschäftigt. Besser. Die machen das, du brauchst ja gar nicht selber viel machen. Ah, jetzt im Mauf, ey. Thomas Senpai.
Denk mal, ich werde gerade gesnipert, wenn dieses Laser kommt. Das ist ein Special von jemand anders, wo quasi alle Leute auf der Map gespottet werden. Und das ist für dein Team, das heißt, du erkennst, dass da ein Feind ist. Jetzt könntest du dein Special benutzen und schießen. Und knapp daneben gesetzt. Und nochmal. Jawohl, schon wieder. Ganz, komm schon! Ganz klar. Oh. Halt die Fresse! Oh, das ist bitter. War schlecht, ne? Ja, war ich, bin, ich weiß nie, welche Richtung gerade Motion Control ist. Immer nur weiß, oben und unten. Ja, das, ich komme da nicht drauf klar. Oben und unten. Ja, das ist ganz witzig, dass für jemanden, der Motion Controls nicht gewohnt ist und das dann spielt, das genauso aussieht, wie wenn jemand analog nicht gewohnt ist und das dann spielt. Ja, ja, ja. Einfach dieses random nach oben und unten gucken. Das, genau, Vorsicht. Bei Gitter, okay, bist ja gut. Aber triff ich den nicht? Seine Reichweite nicht genug. Blödsinn! Schon habe ich emotional reagiert, aber. Ja, ja, okay. Sonst ist immer erst ins Wasser gefallen, oder? Ich nicht. In der Luft weggehauen. Ich wollte nicht ins Wasser fallen. In der Luft. Oh, der Lancer stellt dir eine sehr spezifische Frage, Mats. Oh Gott. Hast du endlich das Labor in der Stalker Lost Alpha gefunden? Nee, ich habe noch nicht gesucht, aber ich habe es vor tatsächlich noch. Weil das wurde mir jetzt so oft gesagt, dass das schon echt eine coole Sache ist. Ich komme aber gerade irgendwie zu nichts, weil so Job und sowas hier. Deswegen, und Terranigma. Und Terranigma, deswegen sind solche Sachen gerade ein bisschen auf. Willst du das mal erzählen mit Terranigma heute, Mats? Oder soll ich das mal? Was willst du jetzt? Ach so, die Geschichte. Wir wollten heute eigentlich Terranigma aufnehmen. Willst du erst mal erzählen, wie es beim letzten Mal war, als wir wollten auch das letzte Mal mal eben Terranigma aufnehmen und sind dazu in das Studio gefahren, wo ich dachte, ich hätte alles aufgebaut und schon vorbereitet, also es wäre alles da. Und dann habe ich alles aufgebaut und dann festgestellt, dass das Spiel noch bei mir zu Hause liegt. Also sind Tom und ich zurück, die halbe Stunde zu mir gefahren und haben das Spiel geholt und sind dann wieder zurückgefahren und haben aufgenommen, 4 Stunden. Und das wollten wir heute auch machen. Und ich habe extra darauf geachtet, dass alles da ist. Wie kann ich den nicht gekillt haben? Dachte ich und war dann da, eine halbe Stunde bevor Tom kommen wollte. Hab alles aufgebaut, Konsole aufgebaut, sowieso überhaupt. Festgestellt, Elgato, also Aufnahmedevice, ist nicht da. Und da habe ich gesagt, Tom, vergiss es, wir machen heute hier Tab 3. Und dann haben wir stattdessen Wonderful 101 durchgespielt. Ja, so. Ey, wir waren echt eine ganze Zeit lang richtig weit vorne gerade. Jetzt haben wir richtig krass verloren. Ja, Muffin, Terranigma kommt Dienstags und Donnerstag. Heute kam quasi die zweite Folge. Ja. Mach das deswegen, weil ich den Kanal, die Super Kreuzburg, nicht so zusperren will mit Let's Play-Kram. Und so haben wir länger was davon. So nennst du das also, was wir da machen. Let's Play-Kram. Ja, da habe ich mein 100% wohl verloren, aber nicht jeder sollte. Wie ich dich kenne? Nee. Nee, das stimmt. Das wird aber knapp. Es war am Anfang, wir waren war die längste so Zeit, so bis 40 Sekunden vor Ende, waren wir gut dabei. Da sind wir alle an einem Punkt gestorben. Also alle eingebrochen. So, willst du jetzt noch einen Rank zeigen? Nee, oder? Ich würde jetzt mal wechseln. Okay. Nicht, kein Rank zeigen? Okay, gut. Also Ranked ist ein anderer Spielmodus, wo man im Endeffekt... Will ich noch ganz kurz? Na, wenn du möchtest. Was willst du danach? Willst du das machen? Oh Gott! Aber gegen Tom. Nee, nicht. Oh Gott! Gut, dann machen wir noch mal einmal kurz einen Ranked. Ich wollte vor allen Dingen einmal kurz den Controller holen, den ich damit gebraucht habe. Ja, ja, ja. Mal gucken, ob wir da so schnell reinkommen. Die Rank-Nummer finde ich auch sehr interessant und macht auch Spaß. Ich finde es aber echt hart im Moment, weil wenn man, also ich bin jetzt bei C plus und kriege 12 Punkte pro gewonnenes Match und verliere 10, wenn ich verliere. Und da ist ja manchmal echt ein bisschen das, heikelig. Was ich gespielt hatte, waren ja bisher wirklich, ich habe original, ich glaube, 4-mal versucht, Rank zu spielen, 2-mal Disconnects gehabt und 2-mal Haushof verloren. Nee, 5-mal gespielt und 1-mal habe ich gewonnen. Ja. Und beim Haushof verlieren, wenn du einfach verlierst, bevor die Zeit abläuft, ja, weil der Gegner so dominiert, dann kriegst du ja gar nichts. Ja, kriegst ja keine EP, kein Gold. Ich stehst gerade voll vor der Kamera, Robin. So, ja. Nicht vor dir und vor dem Fernseher stehen. Na, das Ding ist halt, wenn du Rank gewinnst, und zwar deutlich gewinnst, also mit K.O., kriegst du tatsächlich 2.500 Punkte. Tatsächlich habe ich die Map jetzt noch gar nicht ranked gespielt. Danke, Dame, und freut mich, dass das Let's Play Spaß macht. Hat uns auch Spaß gemacht. Ja, oder macht uns auch immer noch Spaß. Ja. Ist halt so schön, wenn man noch nie, oh Gott, wenn man noch nie dieses Spiel gespielt hat, dann ist es nochmal... Was? Hast aber auch links, rechts gewackelt. Was? Oder doch von links und rechts. Oh, ist ja ein Peter. Ja, ich wackle öfter mal auch. So, ja. Die Analogs, die sind halt eher so wie der PS. Ich habe gerade das Gefühl, ich spiele hier gegen Leute, die nicht wissen, wie man Rank spielt, weil da hinten jetzt gerade tatsächlich einer anfängt, den Bereich da wegzupinseln. Was nicht Sinn der Sache ist.
Also was muss man denn für wissen machen? In diesem Bereich halten. Das ist völlig egal, jetzt was wie gesehen wird. Es ist völlig egal, was passiert und wie viele Bereiche du paintest. Du musst diesen Bereich halten. Und da aber hinten gerade einer angefangen hat rumzumalen, habe ich so den Verdacht, dass das nicht so richtig funktioniert. Die habe ich öfter gesehen und die sieht super cool aus. Es gibt ein paar Fragen zum Metal Gear Finale. Das wird erst nach der E3 stattfinden. Ihr müsst euch ja vorstellen, übernächste Woche ist Montag und Dienstag machen wir da E3 Livestreams. Da wird es dann wahrscheinlich keinen regulären Livestream geben am Donnerstag, weil das dann sonst ein bisschen zu viel für uns ist. Und dann frühestens in der Woche danach wollen wir den Metal Gear Livestream machen. Ja. Also frühestens, ich kann ja mal ein Datum sagen. 25. Aber, glaube ich. Yes. 25. Frühestens am 25. machen wir das. Fuck! Mein Computer! Das wird uns sonst einfach zu viel. Ja. Und nächste Woche ist zu früh, da wir wollen den Leuten ja auch ein bisschen, die jetzt bei Metal Gear nicht auf dem aktuellsten Stand sind, ein bisschen Möglichkeit geben, nachzuholen. Lief denn schon alle Folgen? Nee, oder? Bitte? Lief schon alle Folgen? Nein. Es sind noch, ich glaube, 3, 4 noch. Das wird nix. Meinst du, der Wonderful 101 Livestream? Ah, wait. Der E3 Livestream, lieber Getzbeck, wird eine ganze Weile dauern. Ich kann euch das ja mal sagen. Also, wir haben vor, alle Konferenzen mitzunehmen, haben wie gesagt noch nicht die Bestätigung, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, ob wir tatsächlich alle auch restreamen dürfen. Das heißt, eventuell, wir hoffen nicht, aber eventuell ist es so, dass ihr quasi 2 Streams laufen haben müsst, einmal unseren und einmal den vom eigentlichen Stream. Ja. Und am Montag geht es los, am 15. Juni. Und zwar startet der erste Livestream 18:30 des Microsoft. Wir werden wahrscheinlich schon so 18 Uhr loslegen und ein bisschen vorher quatschen. Und dann kommen 22 Uhr EA, 0 Uhr Ubisoft und 3 Uhr Sony. Und Sony geht typischerweise 1,5 Stunden. Das heißt, wir werden wahrscheinlich bis mindestens 4.30 Uhr dabei sein. Ja. Es wird also ein sehr langer... Das erste Mal, dass wir Sony auch mitmachen kann. Nee. Letztes Mal haben wir Sony mitgemacht. Was? Ja, wir waren letztes Jahr bis um 5 oder so bei Giga im Studio. Kann sein, dass das so eine spontane Sache war? Das war eine spontane Sache. Wir haben erst gesagt, wir machen nicht und dann doch. Genau, wir hatten es überlegt. Das könnte noch passieren. Und am Dienstag da drauf ist um 18 Uhr, jetzt bin ich nicht ganz sicher, die Nintendo-Config, die nehmen wir dann auch noch mit. Bethesda ist vor dem Montag, das machen wir nicht. Da gibt's Fallout und das will eh keiner sehen und also was wir vielleicht machen, ist uns einfach die wichtigen Trailer aus der Bethesda-Konferenz nehmen und die schauen wir uns dann vor der Microsoft-Konferenz nochmal zusammen mit euch an. Don't do this! Ja genau, und Square Enix werden wir auch nicht sehen, weil das halt während Nintendo läuft. Genau, Square Enix ist parallel mit Nintendo und PC Gamer gibt's noch, aber das werden wir nicht restreamen können. Und das kommt halt von einem Magazin, das wird schwierig. Oh, jetzt bin ich gerade sauer. Wenn wir das jetzt verlieren, wäre es echt ärgerlich, ey. Wie nehmt ihr die denn ein? Indem wir alles befärben. Mit einem bestimmter Prozentzahl ist der Bereich halt. Jetzt haben wir den Enemy Counter gestoppt. Wenn wir das jetzt irgendwie packen. Was heißt bei euch plus 69 unter der Remaining 2? Das habe ich keine Ahnung, ehrlich gesagt. Warum gehört euch diese Zone jetzt? Weil sie eben komplett befärbt. Ich weiß nicht so ganz, was darunter zählt, den 36 und den 2. Ich glaube, das ist Zeit. Ich bin mir nicht sicher. Das weiß bestimmt der Chat, lieber Chat. Aber woher weißt du denn dann, wer gewinnt? Hä? Na, Remaining 2, Remaining 6. Ja, das meine ich. Das ist ja die Frage. Das ist die Zeit, die läuft, wenn dein Bereich quasi in deinem Besitz ist. Also es gibt nur einen Bereich immer. Ja, hier gibt es jetzt gerade eine Zone, die wir einklären. Die befindet sich die ganze Zeit bei keinem im Besitz? Nee, jetzt gerade nicht. Weil die zählt jetzt schon. Jetzt ist sie secured. Aber warum zählt es dann nicht runter? Ja, da doch, 59, 58. Aber ich denke, die zweite wird runtergezählt. Jetzt wird auch noch eine andere Zeit runtergezählt. Aber kann ich. So, und jetzt ist die Gesamtzeit abgelaufen. Das heißt, jetzt dürfte es auch für die Verlierer ein paar Punkte geben. Ist egal! Wir spielen jetzt gleich das andere Spiel. Yeah! Der D-Link fragt gerade, ob wir den E3-Livestream dann hochladen werden. Ja, werden wir. Also machen wir generell mit allen Livestreams, sofern uns nicht die Aufnahmen flöten gehen. So! 1490 Punkte, Tom. Wer war nicht rauszuholen? Würdest du einmal auf uns schalten, Tom? Ist okay, ich schalte mal kurz auf uns. Und du kriegst noch 20 Punkte, das ist interessant. Dann kriegt man SAP plus weniger. Steckt dann hier oben, ne? So, ja, das war dann Splatoon. Muss noch was haben? Bitte? Nee, wir können hier rausgehen. Schalte einfach um. Tü-tü. Splatoon. Du kannst ja dann die Wii U eigentlich direkt. Ich fahre sie mal runter.
Das wird man nicht sehen, Robin, weil du zu viel zu nah dran bist. Da wird nur schwarz. Doch, man sieht Fleisch. Man sieht mehr als genug. Will man das? Was soll das jetzt sein? Augen von Armen sehen eklig aus. So, deine nicht, Robin. Deine sind wunderhübsch. Was denn? Wunderhübsch. Dankeschön. Wunderhübsch. So, das war's mit Splatoon. Ah, hallo. Für heute. Ach. Nun zu Besserem. Naja. Naja, Indie. Nein! Warte mal, das können wir ignorieren, hoffentlich. Also ich habe noch nicht aufs Spiel geschaltet. Okay, gut, gut. Warte mal, das müssen wir aber, wenn wir einfach Internet ausmachen hier. Warte. Also das Spiel, was Robin gerade anmachen wollte, wollte updaten. Ja, genau, aber ich glaube... Ihr werdet nie drauf kommen, was es ist. Nee, würdet ihr nicht. Niemals. Auch, obwohl ich gerade schon ins Mikro geflüstert habe. Wird bestimmt im Chat niemand mitbekommen. Nein, es ist nicht Nazca. Ich weiß... Also ob Nazca geupdatet werden müsste. Doch. Nazca-Update. Ich glaube nicht, dass Nazca 14 nochmal geupdatet wird, jetzt wo Nazca 15 raus ist. Was ja eigentlich nur ein Update von Nazca 14 ist. Habe ich einfach mal gepwned, dieses... Update-System. Oh, muss das sein? Wir können jetzt auf Bild gehen wieder. Dann schalte ich jetzt um auf dieses wundervolle Spiel. Wer einen Time to 3 mal im Auge gehabt, der gehabt hat. Der wird wissen, dass eine der besten Folgen, eine Reihe der besten Folgen, die es je dort gab, waren, wie Mats und ich FIFA 15 spielten. Oder war es 14? Ich weiß nicht mehr. Nee, es war 15. Und danach habe ich mir die Demo runtergeholt. Ha, angesteckt. Haha. Ha. Und habe mir überlegt, jetzt trainierst du einfach. Und dann habe ich aber einfach gemerkt, dass ich viel zu sehr in FIFA 12 drin hänge. Ja. Und mit der Steuerung einfach überhaupt nicht klarkomme. Und deswegen wird das jetzt ganz, ganz grausam. Also ich erwarte nicht viel von mir selber. Ja, das ist eigentlich sehr schön. Ist ja sehr aktuell mal wieder. Deswegen wir feiern gerade einfach den Abtritt von Blatter. Ja, wir feiern den Abtritt von Blatter und den Nachkommen der ganzen anderen korrupten Idioten, die da rumsitzen. Ich bin Bayern. Du willst Bayern? Du bist ja schon in Deutschland, ne? So, ich hab's auch seitdem nicht mehr wirklich gespielt. So, warte mal, Bayern. Von wem hat Bayern denn sehr schön auf den Sack gekriegt? Wolfsburg ist Zweiter geworden, ne? Tim Luca schreibt gerade Nazca mit Messi. Nur das nochmal zu erklären, wir sind beide keine FIFA-Spieler. Prost. Nee, überhaupt nicht. Wir spielen überhaupt das aber wir sind sehr wettbewerbs. Ja, orientiert. Orientiert, genau. Deswegen macht es trotzdem viel Freude. Und wahrscheinlich macht es auch euch viel Freude. Oh Gott, die English Viewers. Yes, we suck. Wie spät haben wir es, Tom? 20 vor? 20 vor, ja. Sollen wir gucken, dass wir zwei Spiele machen oder ein richtiges Spiel machen? Ja, aber wenn du dann im ersten Spiel direkt 10-0 führst, ist das ja langweilig. Ja, weil das bestimmt so sein wird. Ich glaube, es wird relativ... Letztes Mal hast du doch auch 7-1 gewonnen. Was? Das war ganz knapp, weißt du das nicht mehr? Oder nicht ein großes Spiel machen? Ja, dann mache ich einfach 10 Minuten, bis zwei Halbzeiten hat 10 Minuten hat. Oh Gott. Pass, Flanke, Torschuss. Torschuss war B, Y war Flanke, X. X war Flanke. X war Flanke? Ja, Y ist Schuss in den Lauf. Ach so, ja, pass in der Lauf. So, es gibt direkt einen Straw Poll für dieses Match. Wer wird gewinnen, Mats oder Robin? Oh nein! Dann wäre ich wieder unter Druck. Bitte mal alle teilnehmen. Ich fühle mich wie beim echten Finale hier. Ja. Oh Gott. Oh Gott, ich fange nur an. Also ich bin Bayern München, blauer Pfeil. Wieso regnet denn das? Wieso hast du das denn eingestellt? Ja, das wird bestimmt uns ganz, ganz arg beeinträchtigen. Kann mal eintragen. Robin, du bist? Ich bin Bayern München. Was ich nämlich nie so richtig hingekriegt habe, war das nehmen. Und das Unterschießen. Und das Rest. Schießen. Ja! Oh! Ja, da wollte ich hin. Okay, dann ist das jetzt mit drin. Gucken wir mal den Straw Poll an. Oh! Nein! Oh. Alter, wenn das keine rote Karte ist, ist das direkt Notbremse. Wenn das jetzt schon rote gibt, ist die Sache aber, glaube ich, eh gelaufen. Also, kurzes Umfragenergebnis. Letzter Mann gewesen. Kurzes Umfrageergebnis sind 33 Votes für Robin und 43 Votes. Ach, Mann! Ihr habt doch keine Ahnung von Fußball! Also, Mats, der Druck ist bei dir. Man erwartet Dinge von dir. Ja, gut, gut, gut. So, ich hoffe, der Ton geht jetzt immer noch in Ordnung.
mit der Xbox One. David Alaba. Boah, ein bisschen weit. Oh Gott. Wann haben wir denn FIFA gespielt damals? Das war ja noch bei mir in der Wohnung. Ja, es war länger her. Oktober so? Das gerade da gespielt. Haben deine Nachbarn noch nicht geklatscht? Der war applaudiert, als du die Tore geschossen hast, Mats. Wollte das Tier abgeschossen, rote Karte. Das war abseits von dir. Warte, wann hatte ich den Ball das letzte Mal? Ja, der ist gar nicht angekommen. Ist das Ribéry? Bäh. Er hat ja gefühlt seit Jahren nicht mehr gespielt. Wir haben Anfang November gespielt, FIFA. Da war auch das erste Mal Facecam, wie so mittendrin dazu kam, als ich das Handy angemacht habe. Boah, das war so eine, die muss ich mir, glaube ich, zu Hause noch angucken, diese Folge. Die war so gut. Ah! Da ging's ab. Suchst du eigentlich dann immer nur ein Beat? Ich hab gerade gar nichts gemacht. Achso, dann mach das automatisch. Ich muss nur anlaufen. Das wollte ich gar nicht machen. Doch, das wollte ich machen. Ich sehe gerade, dass Kameratypen damals, also damals im Video bei FIFA, ein Wrestling-Spiel mal vorgeschlagen hat, was, glaube ich, zumindest für Mats auch was wäre. Oh ja, ich bin jetzt leider seit ein paar Monaten raus. Ich habe jetzt ein halbes Jahr nichts Aktuelles mehr gesehen. Kamerafilm kommentiert gar nicht mehr, leider. Ich fand die Storylines auch ziemlich lahm. Das war genau so, wollte ich das. Mmh. Ah, nicht schlecht. Ja, hat er einen Ball abgegeben. Wir haben einen englischen Kommentator an. Ja. Ja, für unsere englischen Viewers. For also English. Flanke kommt! Und immerhin ein Torschuss. Das ist wahrscheinlich nicht so richtig gewesen, ne? Wenn schon der Schütze immerhin direkt nach dem Schuss sagt. Das war aber mutig, ey. Ich glaube, ich sprinte zu viel. Ja, mir genau so. Das ist mir. Oh! Nein! Oh! Oh, Junge, ey, Junge, ey. Das wäre halt aber jetzt gewesen. Alter, wie ich aufgeregt bin, ne? Oh. Ja. Ha! Smooth. Ist schön zu sehen, wie ihr beide so voll... Psst, schön? Das kostet mich wieder Jahre meines Lebens! Oh, ja! Was war das denn, Alter? Oh, ja! Okay, gay. Das war nicht Sinn der Sache. Fug. Perfekt gemacht, Neuer. Gut abgeschätzt. Oh, ja, Neuer, das muss man ja auch mal sagen. Kann auch mal sagen, ja. Thomas Müller. Ach, fuck. He's got it back again. Well done. Ja. Ach! Ha! Hat er durch? Oh. Einmal durch die A gedrückt. Philipp Lahm. David Alaba. Oh boah, würde mich das jetzt aufregen, wenn ich so wirklich viel FIFA spielen würde und mir das jetzt angucken müsste. Ich bin noch voll gut, Alter, was willst du denn? Ja, das kennt ihr. Ah, also. Ich dahin! Meh. Verteidigen habe ich halt einfach null drauf. Ich wollte nur auf A drücken. Verdammt. Ja, du hast ein Verschiedenes gedrückt. Ja, ja. Das hätte dir nicht gefallen. Fucking Christ. Mal sehen, ob sich beim Tor was macht. Man sollte ihn schließen, nachdem das Spiel losgegangen ist. Ich glaube, die Wettsregeln sehen das irgendwie so vor. Naja, er steht schon seit einer Weile auf 38 Votes für Robin und 55 für Max. Leute, seid ihr selber schuld? Kommt ihr ey. Da drauf? Ey, da steht sich erster Ball gespielt. Voll im Weg. Lewandowski. Ha! Ja! Oh, Ribéry, ne? Wollte ich eigentlich den Weg? Nee, das war nicht Ribéry, was Robben? Wollte sagen, wenn Ribéry da stehen würde, würde er irgendwas falsch machen. Also wenn du mit den aktuellen Bayern spielen müsstest, also ohne Ribéry und ohne. Was ist noch alles gerade krank? Naja, verletzt. Wer hat noch alles husten gerade? Oh, scheiße. Knapp. Ja. Ich
könnte dieses Spiel jetzt kommentieren. Ja, mach mal. Ich hab keine Lust. Würde gut zu unserem guter spielerischen Moderator. Oh, meine Fresse, ey. Was ist das denn? Das war die Ball geben, weil ich mir dachte, du brauchst es. Okay. Danke, Arsch. Marcel Schmelzer. Nuri Sahin. Alter! Hier kommt Robin. Hier ist Ribéry. Ribéry und Robin sind doch beide außer Gefecht gesetzt. Und seitdem. Ja, aber Robin ist ja immer außer Gefecht. Also es ist eigentlich voll unrealistisch, dass dann irgendeiner Saison hier bei FIFA spielbar ist. Das stimmt. He's looked to change the point of this attack. Ciro Immobile. Oh oh. Oh! Sven Bender. Alter, wie ich gerade zitter, ne? Jetzt! Na! Beide Fehler, ne? Tom, mach mal was. Tom, sag mal was. Was soll ich denn machen? Ja, moderieren, kommentieren. Wir sind hier drin in the game. Das spricht doch alles für sich selbst. Nee! Ja, irgendwie schon. Fuck it! Ach komm schon! Siehst du, da muss ich doch gar nichts mehr sagen. Muss ich noch was sagen? Das Einzige, was ich machen könnte, ist mich hinter die Kamera stellen und auf Mats Gesicht tun. Ja, das wäre. Mann, wir spielen die Scheiße doch nur, weil ihr seht mich ausrasten will tun, oder? Weil ihr seht mich ausrasten. Guckt, komm schon! Dynamische Kamera. Oh nein. Fuck you! So, da seht ihr die Emotionen genau da, wo sie passieren. Oh, Mensch! Hätte ich so hart gelacht. Das war aber kein Elfer. Haben wir den Elfmeter nicht bekommen? Ist weitergelaufen. Es kann nachträglich noch eine Karte geben, aber es gibt jetzt keinen Elfer. So ein Blödsinn! So ein Blödsinn, sagt er! Ach komm! Ja, entweder oder, was willst du denn? Da seht ihr die Häme. Seht ihr sie? Das regt mir doch viel mehr auf, wie der kleine Gnome da sitzt und sich dann hier einen runterpellt, weil er so eine FIFA-Bohne ist. Eine FIFA-Bohne? Mann, du Vollidiot, was kannst du denn? Dass du da überhaupt noch spielen kannst, Robin. Das ist Mats Taktik. Ja. Gebt dir gleich Taktik ins Gesicht, ey! Er ist so schlecht, dass er mich zum Lachen bringen möchte und so nicht mehr spielen kann. Smart. Muss ich sagen. Now Robin. Ach. Oh, ist doch nicht zu glauben! Alter, ey! Oh, FIFA, ne? Eigentlich nicht so. Ihr könnt doch da mal rangehen jetzt! Dankeschön, dass wir jetzt auf zu lachen. Ne? Eigentlich muss man den Mats mitverkaufen bei FIFA. Ja! Und jetzt macht das Ding rein! Du Vollidiot! Das gibt's doch nicht! Ah! Mann, oh, ey! Ich nehm die Bayern, wenn das mal mit Bayern ist! Wie viel tausendfacher Weltfußball-Torhüter-Kacke, mit dem kann man nicht verlieren! Lass mal den Rest für Mats da! Passt schon! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Alter, wie Spucke, ne? Also wirklich, jetzt nicht metaphorisch gemeint, aber. Robert Lewandowski. Oh, ah, das. Oh, das ist jetzt auch wieder nicht so gut, ne? Der kriegt rot! Gelb-rot war der schon gerade? Das war der allererste Foul, was du gemacht hast. Ich dachte, ich hatte jemand anderen. Oh, Hummels, ey. Wie du den wegknüppelst. Oh, hat's auch verdient, Müller, ey. Was kann der? Kann Kartoffeln pflanzen, ey. Oh, Mann, ey. Oh, aber... das ist der... Ah, nee, optimistisch. Oh Mann, ey. Das
war ja eher so abgegeben, ne? Ah, okay. Das aber Dankeschön für die Revanche. Böh, war der geil! Böh, war das gut! Wie ist jetzt geil, ne? So mit einem mehr auf dem Feld besser, wie es ist ja erstaunlich. Das ist auch ohne einen gleich viel auf dem Feld besser. Ich kann es gerade nicht wegdrücken, ich würde es wegdrücken, ja, aber guck dir das an! Was war denn daran? Ich hab den so weggerückt. Oh Mann, ey. Ach ja. Ich würde ja wirklich gerne Spaß an FIFA haben, aber das hat mir Robin für immer verdorben. Schade. Dieser verfickte Robin! Ey, rupp den weg, dass er nicht mehr laufen kann! Warum geht er denn nicht hin? Er muss ja gleich wiederkommen. Ah, da kommt er, da kommt er, da kommt er. Hey, ich bin Torwart! Hey, gib mir den Ball! Dann bin ich ins Tor! So, verzeiht das Chaos. Da kann ich auch noch rausholen. Könnt ihr noch. 4-0, ey, was ist denn das, ey? Das war nix. Das war was mit Absicht. So lief das nämlich schon mal ab und das weißt du ganz genau. Nee, so lief das noch nie ab. Sicher. Du übst doch wochenlang zu Hause? Nee, du bist einfach scheiße, Mann. Das ist, tut mir leid, das ist einfach so. Was war das denn gerade? Du hast den Ball, ich hau den vorbei und du. Oh, hier! Das waren jetzt 3 Tore in 45 Minuten. Das machst du nicht, wenn der eine einfach nur ein bisschen besser ist. Dann muss der eine dich schon aktiv für sabotieren. Ja, das wird sein. Was ein Spaß, ey. Ich hab Spaß meines Lebens wieder mal. Möchtest du jemanden auswechseln? Vielleicht liegt's daran. Ja, ich will dich gerne mal auswechseln, ey. Oh Mann, ey. Spaß, wieder Scheiße, ja. So. Ach komm! Zieh mal wieder auf die Perspektive. Nicht mal reingemacht. Ach schön. 5-0, ey! Ich bin jetzt auch einer weniger, da ist ja noch mehr Chance. So, hallo. Und so sehe Huft aus mit dynamischer Kamera. Wenn ihr euch bewerben wollt, kostenlos diesen Job zu übernehmen, dann. Ach, ich hab keinen Bock mehr, ey. Das ist doch alle zum Kotzen, ey. Wie du das ganze Zeit die Controller wegwerfen willst. Ja, ey, das frustet. Du hast schon 4 Schüsse aufs Tor. Wenn man weiß, was man machen wollen würde und dann. Und dann sowas. Marco Reus. Mats, du wirst gerade mit Simon von Rocket Beans verglichen. Er soll herkommen, kriegt auch aufs Maul. Naja, also ist er eher Etienne von Rocket Beans, was er mal gerade macht hier. Ja. Er ist so der Spielskill von Etienne, das Verhalten von Simon. Das kommt hin. Lewandowski, great opportunity. Was? Was? Willst du mich savagen? Ich glaube es ja nicht. Hast du gesehen, was du da gemacht hast? Ja, sicher. Dann müsstest du eigentlich zum Schiri gehen und sagen... Geh nach Hause heulen, du Muschi! Entschuldigung, das war gerade ein Foul, dass ich da... Was machst du? Ein Torschuss! Damit nee! Das, Statistik das war gut kein, das war noch nicht mal, das war ein Shot, aber kein Shot on Goal. War ein Schuss Richtung Tor. Sollten sie für dich so empfinden. Schuss Richtung Tor. Das war ja nicht so gut. Ja, yeah, he's very special. Marco Reus. The chance for the wide man to make some progress. Genau da wollte ich ihn hinhaben. Warum das denn? Da war doch gar keiner.
So, sag du nie mal was über Neuer, ey. Den hat jetzt ja wohl jeder gehalten. Und festgehalten vor allen Dingen. Fuck. Hat er noch bekommen? David Alaba. Ha! Oh. Jetzt und? Hau das Ding rein! Das war gut. Wollte ich dir keine Ecke schenken, habe ich tatsächlich ein Tor geschossen. Aber das war mega gut geschossen. Ja, würde mich auch freuen. 5:1, yes, ich bin der Geilste. 5:1, geil. Das ist ein Ergebnis. Damit können wir nach Hause gehen zu 100 Frauen. Sind wir beide happy, oder? 5:0. Mutti, ich hab verloren. 5:1 aufs Maul gekriegt. High five. Leck mich doch. Jetzt kommst du nämlich wieder mit deiner Ich laufe durch und ich weiß nicht, wie ich verteidigen kann. Taktik. Mann, ey, wie mich dann aufregt, dass der Typ da einfach durchlaufen kann. Ich keine Ahnung, was ich da machen soll, ey. I'm a kid now, I'm a kid. Mann, bin ich scheiße in dem Spiel, ey, das gibt's nicht. Jetzt lauf nicht so, Alter, ey, das ist einfach nicht. Oh, ich spiele aber auch immer zu spät dann. Ich gebe aber Applaus für dich. Ja, besser ist es. Und die Aufforderung zu stürmen. Ich stürme! Ich stürme! Und selten ich war stürme. Es passender. Noch nicht so! Oh Mann, ich wollte eigentlich flanken, hat er nicht gemacht. Hat er sich gedacht. Ja, nee, wenn man sprintet, dauert es halt. Das hatte ich ja beim Abschluss gerade auch das Problem. Hast du gerade. Kamillenroboter zitiert dich gerade. Ich weiß nicht, ob du das wirklich gesagt hast. Hast du gerade gesagt, Mutti leck mich doch? Nee, das habe ich so nicht gesagt. Das ist so nicht richtig. Das kann ich gleich an dieser Stelle dementieren. Auch wenn die Bild-Zeitung das morgen wieder anders schreiben wird. Wir haben es ja aufgenommen, falls du es gesagt hast. Ja, also wenn, war das eher so. Mutti leckt mich doch. Selten hast du mich so hart getroffen. Das war doch kein Abseits. Nee, ich Abseits bin ich nicht leckt sicher. Mich doch. Ja, kann sein, vielleicht ist es doch gesagt. Klingt das so, als das klingt wie etwas, was du in einem eifrigen Gefecht durchaus sagen würdest. Selenaya hat hier die richtige Perspektive für dich, Mats. In der zweiten Halbzeit führst du 1:0. Ja, so funktioniert das. Also 1:0 war schon mal richtig. Oh Mann. Wow! Ja, ja, ja! Oh Mann! Boah, ey, wie meine eigenen Typen den da reinballern noch bald. Nans! No! Kurzfahren Tier! Und Kopf! Mann, nee! Nix geben sie mir! Nix! Hier wird ihm nichts geschenkt. Nix! Oh! Elfmeter. Oh, das war aber. Das wäre ein Tor gewesen. Ich zähle darauf. Das Abseits! Entschuldigung, lieber Chat, weil ich gerade so laut bin. Oh. I'm sorry to all the English viewers. I suck and yes, I scream a lot. But you know what? Sucking and screaming, das sind Mats Präferenzen. Ach stimmt, Robin, hattest du das eins deiner Tore aus der zweiten Halbzeit? Nee. Nö. Ich lass mir Zeit jetzt. Oh, du Penner, ne? Ich meine, hast du eine Zeit? Sich jetzt auch noch hinzusetzen und zu sagen, ich lass mir ja, Zeit. Ja, hab ich. Ja, nein, hab ich nicht! Ah! Und dann ist es ja. Da waren wir aber wieder ein bisschen voreilig, Mister. Ich hab alles im Sack, hä? Ich hab alles im Sack. Auch das hab ich nie gesagt, was? Dachte, funktioniert vielleicht. Man kann es ja mal versuchen. Ey, tritt Kirby nicht um. Ich trete, wen ich will. Oh ja, Mann. Oh, ich verkaufe euch alle, wenn ihr es nicht. Nach dem Spiel keine Leute mehr alle verkauft. Ja, gebt vor, komm. Was soll's? Einfach mal in die Abwehr schießen, das Ding. Ball with luck. Oh. Als wäre ein guter Manager. Ja. Robert Lewandowski. Dem Klopp weg ist, ey, der wusste, was kommt. Fuck! Einmal verloren, alle verkauft. Ja, aber guck mal, das heißt, du spielst ja so viel besser als gerade. Oh Mann! Du! Warum spielst ja nicht ganze Zeit so? Weil ich kann! Nee, weil du nicht. Ist gerade Boost aktiviert, ne? Illegal. Ich gerate in Panik und dann passieren halt solche Sachen.
So, Jungs, spielen? Komm schon, 74. Minute, da geht noch was. Du musst nur 5 Tore schießen. 4. Ja, das bin ich, wenn du gewinnen willst. Ey, hallo, kannst du mal auf? Achso, ich dachte, es geht weiter. Oh, Mann, ich hab schon die ganze Zeit gedrückt, ey. Oh, wie die da rumstehen, ey. Now Ribéry. And it'll go into the middle now. Not a bad cross, but it's the defender's ball. Bayern Munich given. Oh, da fliegt er. Da fliegt er. Vielleicht trifft er noch einen Bayern-Fan am Kopf. Ah, oh, jetzt aber. Shit, wie dumm. Shit, wie doppeldumm. Mann, oh Meda. Marco Reus. Ah, dann kann nichts mehr schief gehen. So, 10 Minuten noch. Peace check. Jetzt steht er da am Abseits, oder was? Habe ich noch berührt, falls das irgendjemand zählt. Jetzt, komm schon! Oh, neuer Edu! Oh, Klammer! Klammer? Oh, Torhüter des Jahres, ey. Very much a story of the successful side in this match. And the other team. Okay, das war dumm. Ich sollte öfter sagen, das war dumm. Ich habe die Ahnung, dass du dann irgendwie auch was Dummes machst. Ja. Ja, so wollte ich ihn. Komm schon, wieso kriegst du den Ball nicht? Oh, Alter, Neuer. Ja, gut, der weiß warum. Ich wollte gerade sagen, weiß ich das bei jedem Ball, den er fängt? Ja, Neuer. Sven Bender. Oh, komm, da gibt's auch nichts für. He's into the challenge. It's in for the challenge, eh? Rafinha, and back it goes. This could be it. Oh, what an opportunity! Goes for goal. He's made the save. Das war auch nicht so geil jetzt. Der wäre schön in der Ecke gelandet, wenn der Torwart nicht da ist. Neuer. Das war nicht Neuer. Ja, ja, exactly my point. Wenn man Bayern gegen Bayern spielen soll, hätte ich keine Entschuldigung gehabt. Der L fragt, ob wir echt auch Fan eines Clubs sind. Nicht wirklich. Nee, ich finde ja den HSV, fand ich die letzten zwei Saisonen ganz unterhaltsam. Aber auch weil so scheiße nur, war. Ja, ja, weil die einfach so unfassbar schlecht waren. Boah, da war einer so unsympathisch beim Relegationsspiel, wo Mann, die so ganz knapp bei zwei gekommen sind und unverdient. Und danach hat dann in der Nachspielzeit einer von Karlsruhe noch einen Elfmeter verschossen. Und dann geht halt einer von Hamburg zu dem hin und freut sich halt und rennt ihm so ins Gesicht und schreit so, ja, dir mitten ins Gesicht rein, ja. Um den quasi um die Nase zu reiben. Du hast ihn verschossen, haha. Mega asozial und unsportlich. Oh, Neuer, ne? Jetzt mal auf, das auf Neuer zu schieben. Neuer ist halt einfach mal auch von den Stats hier durchaus gut. Thomas Müller. Das ändert ja nichts daran, dass ich schon 5 reingekriegt habe und dass sowas halt passiert. Mann! Ja, wenn du den jetzt verschossen hättest, wäre peinlich gewesen. Das war jetzt aber auch mal Zeit, ey. So, 1-1 in der zweiten Halbzeit, wenn wir das. So, jetzt noch 2 wie gerade. Laut Chat hattest du auch vorhin schon vorher in der zweiten Hälfte geschossen. Ja? Ja, kann sein. Kann also sein. Irgendwann verliert man die Übersicht, weißt du? Oh, doch nicht dahin passen! Wer soll denn da sein? Oh ja? Ihn nach oben drücken und A, dann doch nicht nach vorne! So, das kann eigentlich abgepfiffen werden hier. Nein, geht noch was. Mats feiert das Comeback des Jahrhunderts. Das wäre so lustig, wenn ich jetzt noch 2 Tore mache. Aber Robin gönnt mir nicht mal 1. Da sah Neuer aber kurz fast schlecht aus. Also wenn wir das nochmal machen, wir Bayern gegen Bayern. 6 Minuten Nachspielzeit. Ah ne, das war Ansage, dass ich weiterspielen muss. Also mit 7:1 muss ich sagen, was wir jetzt gar nicht so weit entfernt, da habe ich vorher gelogen. Da wo ich da sage, unrealistisch.
bezeichnet habe. Das stimmt auf jeden Fall. So, da hat Robin ganz knapp gewonnen. Ich glaube, ich lasse aber Mats wieder die Lust verdorben für die nächsten. Nee, von mir aus können wir mal. Noch eine 4-Minuten-Variante einmal, weil ich glaube, 20 Uhr ist es schon, oder? Ja, ist schon da. Es ist 20:07 Uhr, ja. Ja, von mir aus können wir noch ein kurzes. Einmal die kürzeste Variante also nehmen, wenn Tom. Dann ein kurzes. Ja, einmal die kürzeste. So, beide Bayern? Von mir aus beide Bayern. So, jetzt machen wir so eine billige Sache. Dieses Match entscheidet. Ja, nee. Nicht nachdem man 6-1 gewonnen hat. Das stimmt, ja, 20. Nein, Robin, hast du auch gut gespielt, muss man sagen. Ich habe auch beschissen gespielt. Ja. Also es kamen da zwei Sachen zusammen. Ja, sag ich ja. Wenn du so spielst, wie du am Ende gespielt hast, wäre das nicht so ausgegangen. Nee, das stimmt wohl. Verstehen wir noch nicht, wie dieses Elfmeter. Wie hast du das jetzt gemacht? Du hast doch. Nein, du hast geschossen. Nee, du hast geschossen. Echt? Ja. Ich bin neuer gerade. Egal. Ich weiß nicht, ob wir wieder funktionieren. Nee, es wird vor allem nicht angezeigt, blau. Welche Farbe? Ich bin weiß, Robin ist rot. Soll ich noch warten? Nee. Nee, mal. Es regnet schon wieder, ne? Das ist ein bisschen. Also Robin ist rot, Mats ist weiß. Ja. Ja? Ja. Okay. Kommt auf das Ergebnis an. So. Habe ich das mal aktualisiert? So. Ja, komm schon. Ich muss erst den Ball einsammeln. Ribery. Mal sehen, ob das jetzt irgendeinen Unterschied macht, dass ihr beide die gleiche Mannschaft. Ist das in dem. Also, sie hatten schon den gleichen Statuswerte, Bayern und Dortmund. Ich wollte fragen, ist das in dem Segment, in dem ihr die Mannschaften gewählt habt, wirklich so merkwürdig? Ja, die hatten beide 5 Sterne. Ja. Nee, hatten sie nicht. Doch, Dortmund hatte auch 5 Sterne, ja. Ich kenne mich da ja null aus, also keine Ahnung, ob sich das wirklich anders. Ich meine, Dortmund war Meister letztes Jahr oder nicht? Oder war es auch Bayern? Nee, war auch Bayern. Bayern. Ne? Ja, stimmt. Wann wurde denn Dortmund Meister? Das ist schon ein bisschen her jetzt, glaube ich. Irgendwann war nicht mal Meister. Vor nicht allzu langer Zeit. Oh, das war dumm. Fuck! Kurz ein bisschen nervös, muss ich zugeben. Dann ist das vielleicht ein etwas ausgeglicheneres Match als gerade. Das merkt man jetzt schon. Aber nicht bei solchen Sachen. Ha! Alles noch okay. Neuer! Noch höher. Das kann ich auch endlich mal sagen. Ist das noch ruhig? Komm schon! Was ist das? Was passiert dort? Das war's dann damit. Oh, was? Den Ball weg, Alter. Ach! Oh, das war jetzt ein bisschen mutig. Was ist denn jetzt hier los, Alter? David Alaba. Na gut, da akzeptiere ich, dass das abseits war. David Alaba. So Bayern Munich will be hoping that they can get their victory today. Was eine Aussage. Ich glaube, die sind nicht darauf ausgelegt, so paradoxe Matches zu kommentieren. Well, this is paradox. Das wäre sehr lustig, wenn das tatsächlich. Oh Mann, Robin! Nicht schlecht. Mist gedreht. Okay. War aber nicht schlecht. Das stimmt. Dass du da nichts gedrückt hast. Oh, jetzt geht das los, ne? Oh, warum macht er denn da den. Shit! Das hat Vorleben. Abseits. Wie kann ich Abseits geben, wenn du schon seit 10 Minuten in Ballbesitz bist? Weiß ich nicht.
Müller. Mann! It's Robin. Müller. Lewandowski. Oh, Alter, wird er da abgedrängt oder was? Das war auch nicht so. Oh Gott! Oh, wie dumm. Wie dumm! Ha. Kurz vor hat er den. Ah, was für ein dummer Move! Und eine Skala von 1 bis dumm war wirklich dumm. Wenn wir das noch erleben dürfen heute, da freue ich mich ja ein bisschen. Ein bisschen unterhaltener Support. Was ich hab doch gesagt, ich freue mich ein bisschen. Ja, schön. Und parteiischer Moderator, dass wir das noch erleben dürfen. Der und durch. Ich bin ja nicht offizieller Kommentator dieses. Das stimmt. Spiels. Schieß wo 1-0, würde ich sagen. Ich darf für den sein, für den ich sein will. Ja, das stimmt. Und du hattest deinen Win schon heute, Robin. Das stimmt. Und der Win gilt auch eigentlich gleich für 3 Wins, wenn wir ehrlich sind. Das stimmt auch ein bisschen, ja. Wie du immer probierst, durchzulaufen, weil du weißt, dass ich keine Ahnung habe, wie man da am besten reagiert. Ist hier noch nichts entschieden. Es wird sich aber im Chat für dich gefreut, Max. Ja. Gut, oh Gott, der Ball! War jetzt nicht so die gute Aktion. Muffin fragt gerade, ob wir noch ein Splatoon-Ding machen, wenn das Matchmaking gefixt ist, und ich kann es mir gut vorstellen, dass das hier noch mal vorkommt. Also vor allem, weil man dann halt zuverlässig mit euch zusammenspielen könnte, würde das auch mal richtig Sinn machen. Da hast du aber ein bisschen Glück gehabt. Ja. Da hat uns eigentlich eine rote gerade gegeben, ne? Fass mal! Okay. Thomas Müller. Lewandowski. Philipp Lahm. And here comes Robin. Clever change of direction there. Dangerous moment. Und das gleich. Ja, war auch nicht so. Ich bin nur wieder zu schnell angelaufen. Aber schön, dass die Stadionsprecher Deutsch sprechen. Nettes Detail. Was war das? Alter, was passiert denn hier? Wieder Bambini alle. Komm, das gibt jetzt aber Geld Minimum. Ja, Mann, was denn? Wo soll er? Ja, okay, Geld ist. Nicht unverdient. Nicht unverdient. Haha. Danke, Ritwitsch. Excellent positioning and the interception is made. Here's the shot. Eddie Venatia. Here's Rafinha. Ball with luck. Yeah. Come on! It's good attacking play, but not such good defending. Fuck, und dann ist da keiner. Dann ist da keiner. Sweaty hands. David Alaba. Now you can cross it. Ja, und kann mir mal kurz einer erklären, was das war? Da geht der Mats wieder. Hast du gesehen, wie der über den Ball gefallen ist? Da geht der Mats wieder. Wollen wir uns das mal angucken, wie über den Ball gefallen ist? Sehr gerne können wir uns mal angucken, wie er über den Ball gefallen ist. Weil das war kein, also. Drück mal den Jubel weg, wa? Geht nicht irgendwie. Ja, okay. Naja, sich Neuer. Und der andere Neuer freut sich. Guck dir jetzt erstmal an, was jetzt passiert. Ja. Er ist über den Ball gefallen. Blödsinn. Alter, ist das ist so lahm, aber es funktioniert und das ärgert mich so. Das war Robben. Nein, das war, wenn, war es Müller. Ich verlor mich auf zu Fußballwitze. Das war smooth. Hast du gedacht, ne? Habe ich mehr gehofft, eher.
Robert Lewandowski. Oh, ouch. Haben sie ja drüber gesprungen. Lewandowski. Philipp Lahm. Oh. Oh. Wartet, war, ist noch nicht mal. Eieieiei. Das war. Ach komm, ey. Ich hab. Putze. Was bohrt der gerade? Ich glaub schon. Oh Gott. Oh, Alter, ist so geil. 84 minutes gone, 6 minutes to go. Jetzt lass du mich durch, bitte. Boateng, Mann, ich nehme alles zurück, was ich hier über dich gesagt habe. Jawohl! Shit! Interception made. Jetzt muss er eigentlich nur noch Zeit spielen. Ja, also was mache ich ja nicht. Wenn Robin jetzt gewünscht ist, hat, ist ein Fair Play. Ja! Ja! In der 90. Minute. Ist noch nicht vorbei. Ende der 90. Minute. Wie bitter. Ich würde mit einer gelben Karte reingrätsche, ey. Ja, fast das gewesen. So, 5 Minuten Nachspielzeit. Und im Chat so, nein! Fickt euch! Ja, so ist das mit. Der Gewinner ist im Haus! Niemand. Der Unentschiedener ist im Haus! Ah doch, der T-Rex 91 ist für dich. So ist eh der beste nice, Mann. Nice move, Robin. I am Robin. Aber der Rest so. Na gut. Damit kann ich. Aber weißt du, welche Theorie ich gerade ein bisschen bestätigt sehe? Mein Herz, was dass denn? Vielleicht Bayern gegen Dortmund nicht so equal ach, ist wie. Komm, ja, klar, okay, nicht daran. Du hast so, ja, weil du so scheiße gespielt hast gerade. Ja, aber ich glaube trotzdem, dass hier. In der zweiten Halbzeit war das genauso ausgeglichen. Es hat nichts mit Bayern gegen Dortmund zu tun. Ich glaube schon, dass das was. Guck dir nochmal die. Guck dir das Spiel nochmal an. Ja, das mag ja sein, aber ich sag trotzdem, dass da so ein Robin und so ein Ribéry und so ein Neuer im Tor schon was ausmachen. Soll man nochmal gucken, wie das von dem Statuswerten und verteilt war. Ja, lass mal kurz gucken. Ja, schau das mal ab. Wo sind wir jetzt? Endmatch ist draw, ne? Ja. Boah. Ja, das war spannend. Boah, mein Herz, ey. Hast du mal ein bisschen... So, guck mal kurz. Ja. Weil die sind beides 5-Sterne-Teams. Hast du eben noch geguckt? Teams. Ja, das hatte ich doch gerade darauf geachtet. Aber es geht ja trotzdem auch noch um die Individualklasse. Wo ist denn jetzt Deutschland? Doof. Bayern hat 5. Aber, ja. Dortmund hat 5. 79, 80, 82. Also bei Bayern ist deutlich bei der Attacke deutlich besser, ja, tatsächlich. Ja, so. Aber ich möchte sagen, daran ist es bei denen nicht wirklich gescheitert, sondern eher an der Defensive. Nee, aber ich sage ja nur, dass das durchaus auch noch einen Unterschied macht. Ja, aber... Also Neuer wird garantiert bessere Stats haben als Bayern. Aber es ist kein Unterschied von 2 nein, zu 2 sicher, zu 6 zu 1. Das mag sein, ich habe auch scheiße gespielt. Gut, das ist alles, was aber ich versuche. Aber wenn das ausgeglichen ist, sind wir offensichtlich auch... Ja, das habe ich ja gesagt. Das sagte ich doch. Das hörte sich nicht so an, als das habe ich vor dem Spiel die ganze Zeit gesagt. Naja, gut. Okay, so, reicht. Das ich war's. Bin auf jeden Fall König von mir selber. Du bist der König der Löwen. König von dir selber, Mats. Oh, oh Gott, ey, ich spiele hier. Das war's mit dem Stream für heute mit. Boah, war das gerade schwierig mit dem 2 zu 2. Hast du das Ding da noch rüber, ne? Ich würde jetzt mal behaupten, das war Absicht, damit wir hier freundlich rausgehen, aber das stimmt. Ah. Soll ich noch Unesco und dann kann man gehen? Ja, das können wir alleine machen. Na gut. Okay. Das war der Stream. War anstrengend heute. Heute war anstrengend. Heute war anstrengender Tag. Wonderful und FIFA an einem Tag. Das also ich ist fand viel. Das jetzt zum Schluss sehr entspannend. Ich fand es nicht als ja. Du hast auch nichts mehr gesagt oder so. Du ja, traust dich ja noch nicht mal. Ich habe mich selbst zum Zuschauer degradiert und dann war es sehr entspannt. Siehst du, ob es Tom gegen jemanden spielen? Da haben wir beim Retro-Sonntag damals gute Erfahrungen gemacht mit International Superstar Soccer 98. Ja, was ja aber Tom ärgert sich halt auch nicht dabei. Actual Soccer 2 ja, spielen. Macht das auch nicht so Spaß. Ja. Ich gucke mir jetzt nochmal unsere Time to 3 Folge an. Solltet ihr auch machen, weil ich war unglaublich gut. Und dann vielleicht das einfach nochmal. Es war's. Habt ihr noch was zu sagen, was Schönes? Möchte der Chat noch irgendwas sagen? Nee, nicht das Chat. Beglückwünschen, doch. Ja. Beglückwünschen zum 2 zu 2 oder was? Ja, vielleicht. Ich finde, es war ein sehr spannendes Spiel. Das war, ich bin
Bisschen schon, oh ja, das ist witzig. Du musst dir die Chat-Reaktion nochmal anschauen, Matze, nach hinten. Ja. Ich glaube, ich gucke mir die nicht an. So. Bei dem 7-1 ist das, glaube ich. 6-1 nur. Vorher, was? War nur ein 6-1. Nee, 7-1 hast so, du schon vorher geschätzt. Ja, richtig, du hast ja habe ich 7-0 oder sowas, hatte ich eben gedacht. 7-1. War Spaß. Okay, gut, ja, ich bin raus. Ich war okay. Ich mag dich trotzdem. Ich mag dich auch gerne. Ja, können wir ein bisschen kurz nachdem, wenn die Kamera aus ist. Matze, ich hab dich gern. Ja, ich denke. Du hast ein hübsches Gesicht. Dankeschön. Du hast schöne Nase. Auch schöne. Jetzt ist es auch so. Also die Ohren, das ist schon auch ich hab schöne Ohren, ne? Ja. Du hast auch, also jetzt muss so. Deine Ohren, da kann man schön drin knabbern abends. Ja, auch so. Knistern immer so schön, da macht es immer schön, wenn man da. So, cool, ja, jetzt fange ich auch noch an zu schwitzen. Komm, ich glaube, wir sollten jetzt aufhören. So schön raus, wenn man daran so. Ich muss los. Tschüss. Ja. Tschüss. Ha, was? Tschüss.